Ja, dann begrüße ich alle Gäste und ja, freue mich, dass wir wieder welche haben, zur 42. Fraktionssitzung der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus. Und wir beginnen wie immer mit dem Tagesordnungspunkt 1. Und zwar Sitzungsleitung würde ich vorschlagen, dass ich das mache. Ich lese jetzt erstmal den Vorschlag für die Tagesordnung vor. Der ist eigentlich wie immer: als erstes die Eröffnung, als zweites der Beschluss des letzten Protokolls, als drittens Anträge der Fraktionsversammlung, viertens Vorbereitung Plenum, fünftens Termine, sechstens Sonstiges und siebtens Berichte. Und wenn ihr damit einverstanden seid, dass ich jetzt weiter die Sitzung leite, dann kommen wir zum Beschluss des Protokolls des letzten. Ich hoffe, ihr habt das alle gelesen und könnt dem so zustimmen, wie es im Pad verlinkt ist. Oder gibt es noch Redebedarf? Das ist im Moment nicht der Fall. Das heißt, wir kommen zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir das so beschließen? Das sind also alle außer Pavel hebt noch, außer Christopher und dem Olli und Heiko, die sich enthalten. Vielen Dank. Dann kommen wir zu den Anträgen an die Fraktionsversammlung. Da haben wir als erstes die Zustimmung zur Unterstützung der von den Grünen geplanten Normenkontrollklage. Wer möchte dazu was sagen? Niemand? Dann Gerwald, bitte. Ja, ich würde bitten, Heidi Kosch hat mich nochmal darauf angesprochen, die wollte da selber noch was zu sagen. Wenn ich die schnell Bescheid gebe, dann kommt sie auch rüber und sagt euch noch was da genauer zu. Das Wesentliche steht aber eigentlich in dem Ticket drin. Ich habe auch die Expertise vom Felix drin stehen, also was der Felix dazu gesagt hat, die müsste dabei stehen. Und die exakten Kosten stehen auch drin, also das mehr wird das nicht. Also es war immer fälschlicherweise der Gesamtbetrag unterwegs. Das ist nicht so, dass es anteilig nur, was wir bezahlen von diesen 12.000 Euro, die insgesamt irgendwo unterwegs sind. Gut, dann bitte Pavel. Ja, vielleicht auch noch als Hintergrundinfo für denjenigen, der sich nicht mehr daran erinnern kann. Wir hatten das vor 3 oder 4 Fraktionssitzung schon mal auf der Tagesordnung, haben aber da nicht darüber abgestimmt, sondern nur ein positives Meinungsbild erhoben und wollten das ursprünglich im Umlaufverfahren abstimmen und hatten damals deswegen nicht darüber abgestimmt, weil zeitgleich die Grünen ihren Beschluss fassen wollten und wir halt nach den Grünen erst darüber abstimmen wollten, und das scheint ein bisschen untergegangen zu sein dann. Gut, Gerwald? Ja, aus rein formellen Gründen müssen wir aber auf jeden Fall hier in der Sitzung einen Fraktionsbeschluss dazu fassen und auch öffentlich abstimmen. Also wie gesagt, das ist formell nötig. Das steht auch, jetzt habe ich gerade meinen Rechner runtergefahren, sorry, das steht auch in entsprechenden Gesetzestext, wo auch die Normkontrollklage angesiedelt ist drin, warum und wieso und weshalb. Gut, Heiko und danach Pavel nochmal. Ich habe jetzt nur eine Verständnisfrage. Also jetzt geht es darum, dass die 3.800 plus Mehrwertsteuern, das sind für die Normkontrollklage und nicht für das Gutachten. Oder also was genau sollen wir jetzt genau beschließen und bezahlen? Gerald? Also die 4.200 noch was, das ist sozusagen das Geld, was die Klageschrift und die Einreichung der Klage kostet. Das ist da. Nee, jetzt. Ich habe jetzt gerade meinen Rechner, der ist gerade aus, sonst hätte ich das jetzt hier vorliegen. Wie gesagt, auch hier grundsätzlich ist das die Klageschrift von den Herren, der da genannt ist, und die Normkontrollklage an sich. Also mehr ist das nicht, was wir da bezahlen. Ja, also wenn du möchtest, können wir den Tagesordnungspunkt gerne auch nochmal zurückstellen und rufen den dann später auf, wenn dein Rechner wieder oben ist und du dann nochmal diese Fragen auch konkret beantworten kannst. Mir scheint das am sinnvollsten jetzt in der Situation, oder? Wollt ihr darüber abstimmen, Pavel?
Ja, gut, dann machen wir weiter, Pavel. Ja, also ich meine, der wichtigste Punkt ist, dass wir halt als Fraktion entscheiden müssen, der Klage beizutreten, weil ja, das ist letztendlich die wichtigste Entscheidung und damit sind halt natürlich auch Kosten verbunden. Ja. Gut, dann habe ich jetzt Daniela und danach Heiko auf dem Zettel. Also soweit ich richtig erinnere, sind diese 3.800 Euro das Gutachten von dem Herrn Ehlers. Und wenn wir jetzt klagen würden, entstehen sicherlich neue Kosten. Und da liegt mir bislang keine Prognose vor, was da an Rechtsanwaltskosten auf uns zukommt. Und ich denke, das sollten wir, bevor wir den Beschluss fassen, bei der Klage mitzumachen, vielleicht auch noch eruieren. Gut. Heiko, danach Martin. Also ich dachte, dass bei diesen 3.000 ums Gutachten geht, weil wir haben jetzt auch zwei verschiedene Aussagen bezüglich der Übernahme der Kosten, weil unser Justizariat hat ausgearbeitet, dass die Kosten der Klage, also die Antragsbezugnis für abstrakte Normkontrollverfahren im § 43 des Verfassungsgerichtshofs Blabdings, der Antrag des Senats oder eines Viertels der Mitglieder des Abgeordnetenhauses. Also das heißt quasi, entweder klagt der Senat oder oder Mitglieder des Abgeordnetenhauses klagen, also einzelne Abgeordnete. Und dass quasi nicht die Fraktionen stellvertretend da klagen kann und dann die Kosten tragen kann, sondern dass es wieder darauf hinausläuft, dass wieder Abgeordnete klagen und Abgeordnete dieses dann zu tragen haben. Gut. Martin? Genau, um diese Frage handelt es sich ja eigentlich. Also den Vermerk, den du jetzt gerade, den hattest du mir ja auch schon mal mündlich erzählt, den habe ich jetzt nicht verlinkt gefunden in dem Ticket. Ich habe nur den Vermerk gefunden, wo die abstrakte Normenkontrollklage direkt nochmal beschrieben wird. Das finde ich auch gut, aber über die Kosten noch nichts. Und wie gesagt, also klar sollten wir als Fraktion, da das ja ist ja ähnlich wie bei einem Untersuchungsausschuss, eben da wir den Antrag halt einreichen müssen zusammen. Wir müssten auch nicht, könnten auch die Grünen selbst einreichen und dann geht es halt ums Abstimmungsverhalten, aber ne, wir wollen halt an einem Gutachten beteiligt sein und wir wollten eben auch als Personen dann diese Klage mitführen. Und dann muss ich halt vorher wissen, wie viel Geld jetzt auf mich zukommt, wenn ich da mitmache. Genau. Jetzt stehe ich auf der Redeliste, danach der Simon, der Heiko und der Gerwald. Und ich habe jetzt nochmal den konkreten Vorschlag, dass an dem Ticket jetzt nochmal unten als Kommentar die fehlenden Informationen hinzugefügt werden. Das heißt also, ob und wenn ja, welche Kosten da möglicherweise bei einem Beitritt zu dieser Klage auf uns zukommen. Ansonsten können wir das jetzt so nicht abstimmen, weil hier tatsächlich von Kosten auch erstmal keine Rede ist. Ansonsten, die Alternative wäre, wir beschließen den Beitritt zur Klage, wenn damit verbunden keine weiteren Kosten auf Einzelne oder auf Abgeordnete oder die gesamte Fraktion zukommen. Dann hätten wir den Beschluss, wenn es halt nichts kostet, sozusagen in petto. Und wenn es was kostet, dann müssen wir uns eben nochmal erneut drüber unterhalten. Deswegen mein Vorschlag nochmal an der Stelle, ich würde hier beantragen, den Tagesordnungspunkt zu vertagen und beziehungsweise nach hinten zu schieben. Wir sammeln die Informationen, die uns jetzt möglich sind, nochmal, schreiben das unten ins Ticket dran und können dann nochmal drüber abstimmen. Ansonsten drehen wir uns hier, glaube ich, im Kreis. Deswegen frage ich, wer ist dafür, dass wir den Antrag einfach später nochmal aufrufen, am Ende der Anträge zur Fraktionsversammlung. Das ist positiv. Ich nehme das jetzt einfach mal als Meinungsbild und dann machen wir das so. Ich werde auch die Redeliste einfach mal abspeichern und dann nachher in dieser Reihenfolge nochmal aufrufen. Also Simon, Heiko, Gerwald sind dann als nächstes einfach nochmal dran. Und bis dahin, jeder, der da noch weitere Informationen hat, einfach unten als Kommentar dranhängen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das
Wolltest du noch intervenieren? Oder? Ich wollte nur sagen, dass wenn der Punkt wieder aufgerufen wird, dass ich dann Heidi Bescheid geben kann, weil sie hat die Ersthandinformation. Ich bin immer bloß Übermittler. Mhm. So, und damit ihr dann auch von 1 zu 1 aus der ersten Hand die genauen Informationen bekommt, würde ich dann bitten, wenn der Tagesordnungspunkt drankommt, wie das dann Heidi auch hier reden darf und eure Fragen dann wahrscheinlich eine Minute besser beantworten kann als ich. Ich muss ja auch immer erst wieder zurückfragen, wie sieht es bei denen aus? Genau, also ich halte das eigentlich für sinnvoll, weil es im Zweifel nur eine bessere und direktere Information dann gewährleistet. Guck doch einfach selber, wann wir am Ende einfach der Punkte sind, die hier also nach Top 3.9, da kannst du dann selber kurz rüberlaufen oder anrufen, wie auch immer du sie dann herbittest. Ihr habt ja grundsätzlich auch zu Tagesordnungspunkten, die auf der Tagesordnung stehen, auch jeder Rederecht. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Oder war das auch noch eine Intervention oder ein Verfahrensvorschlag, Fabio? Ja, ich wollte dich nur kurz bitten, die Vertretungsregelung vorzulesen, also die für aktuelle anzusagen. Das mache ich gerne. Haben wir die? Ist bei der. Sehe ich hier irgendwo eine Vertretung? Also im Pad finde ich keine. Ist der Geschäftsstelle was bekannt? Oder? Okay, dann sage ich das nochmal ins Mikrofon. Also Alexander Morlang hat seine Stimme bis zu seinem Eintreffen an Oliver übertragen. Und dann gab es eine E-Mail von Susanne, die leider nicht an die Geschäftsstelle ging. Da würde ich einfach jemand bitten, diese E-Mail weiterzuleiten an die Geschäftsstelle, weil dazu gibt es ja, glaube ich, auch noch einen Satzungsänderungsantrag, die natürlich dann dort auch vorliegen muss, damit das im Protokoll richtig auftaucht. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Tagesordnungspunkt und das wäre dann die Resolution zu Ungarn, Top 3.3. Heiko, bitte. Da gerade aus dem Ältestenrat nicht in der nächsten Sitzung das zu machen, sondern auf der Sitzung nach den Ferien, das war der Wunsch von Frau Schilhanek. Ja, also die war quasi stellvertretend für die das gesagt dann haben. Also nur zum Hinweis, dass wir es quasi nicht am Donnerstag draufnehmen, damit man mit den anderen Fraktionen dann nochmal redet. Gut. Fabio, ich denke aber, es spricht ja nichts dagegen, das jetzt schon in der Fraktion zu verabschieden. Fabio, bitte. Also wenn sich irgendwie abzeichnet, dass es jetzt zu kontrovers ist, würde ich das auch nochmal zurückziehen. Ansonsten würde ich das gerne auch heute behandeln. Ich würde es kurz vorstellen. Wir sind seit ungefähr Februar oder so mit verschiedenen Fraktionen im Gespräch über eine gemeinsame Resolution zum Thema Ungarn. Hintergrund dürfte euch allen klar sein. Wir hatten ja auch eine Reise von einigen Abgeordneten nach Budapest im Juni und haben wir auch berichtet. Eine Sache, die uns zum Beispiel direkt ins Auge gesprungen ist, war, dass die Rechte der Opposition in Ungarn eben extrem eingeschränkt sind. Zum Beispiel wurden da Haushaltsverhandlungen über das Staatsbudget einfach mal 3 oder 4 Tage vorher angekündigt. Also im Sinne von nächsten Montag geht's los mit den Haushaltsverhandlungen. Also insofern haben wir es, was viele dieser Sachen angeht, hier eigentlich sehr gut im Berliner Abgeordnetenhaus, was uns natürlich nicht daran hindert, was uns natürlich nicht daran hindert, auch noch gewisse Sachen zu kritisieren und auch anzuprangern. Vor allem die Diskriminierung und Behandlung von Minderheiten, unter anderem eben auch von Homosexuellen. In der aktuellen Version der Resolution ist unter anderem auch die Gay Pride, also diese Olympischen Spiele, die im Sommer in Budapest stattgefunden haben, auch genannt. Ansonsten eben insgesamt die Einschränkung von Grund- und Bürgerrechten in Ungarn unter der Regierung Orbán seit 2010. Der größte Kritikpunkt, den ich gleich noch entkräften möchte, ist sozusagen die Frage, sind wir denn überhaupt zuständig? Wir sind hier nur so ein quasi Kommunalparlament. Ich glaube, dass man sich vorsichtig dosiert zu internationalen Ereignissen äußern sollte, also nicht jede Woche irgendwie alles, was passiert, kommentieren. Aber wenn man sich mit einer Sache
intensiver beschäftigt hat, unter anderem eben auch nochmal vielleicht vor Ort war, mit Betroffenen auch geredet hat und dann auch noch die Verbindung da ist, Budapest und Berlin sind Partnerstädte, dann sehe ich das als gerechtfertigt an, dass man sich dazu auch äußert und würde deswegen auch dafür plädieren, dass wir an dieser Stelle dann eben diesem Beschluss, dieser Resolution auch zustimmen. Bei Heiko klang es eben schon an, wir haben da eben mit verschiedenen Fraktionen schon drüber gesprochen. Die Grünen und die Linken würden die aktuelle Version so unterstützen. Dass jetzt nochmal zurückgenommen wurde, also dann am Donnerstag nicht auf der Tagesordnung stehen wird, ist für mich jetzt erstmal ein positives Zeichen. Ich deute das als eine Möglichkeit, dass man vielleicht dann doch zu fünft nochmal ins Gespräch kommt, was wir eigentlich schon, also was ich zumindest schon sehr intensiv versucht habe und was mir bisher nicht gelungen ist. Ich würde eben darum bitten, dass wir erstmal diese Version, die hier im Ticket steht, verabschieden. Und falls sich dann noch Änderungen ergeben, würde ich euch darüber informieren, beziehungsweise über die aktuelle neue Version dann eben im Umlaufbeschluss nochmal abstimmen lassen oder auf der Fraktionssitzung. Gut, vielen Dank. Gibt es da jetzt noch Wortmeldungen zu? Ansonsten würde ich hier zur Abstimmung kommen. Wer ist dafür, diese Resolution so zu beschließen und zu unterstützen? Das sind alle Anwesenden plus die übertragenen Stimmen. Vielen Dank. Dann kommen wir zum... Ja? Ich würde gerne die mündlichen Dinge vorziehen. Ah, genau. Dann machen wir das. Der Heiko hätte gerne die mündlichen Anfragen. Ja, und dann ist es wieder 5 vor 11. Mach doch einfach eine Deadline, bis wann die vor hochgeladen werden und dann lesen wir die vor und dann ist gut. Dann bestimmen wir die Reihenfolge, genau. Ich will ja nur die Reihenfolge fertig machen, jetzt, damit ich es dann hochladen kann. Ich muss es ja beim Verschicken muss ich ja in der richtigen Reihenfolge verschicken. Genau, aber musst du die nicht in einem Format haben, in einem Doc? Die sind doch alle schon da. Gut, okay, dann mach bitte. So, gut, dann springen wir kurz in der Tagesordnung und zwar Zeile 166, das sind die mündlichen Anfragen. Wir haben 4 Stück, das sind die 4, über die wir jetzt reden werden. Und da brauche ich eine Reihenfolge, die wir ins Plenum einbringen wollen. Jeder darf natürlich erstmal schnell noch seine mündliche Anfrage kurz vorstellen und dann entscheiden wir, in welcher Reihenfolge wir die einbringen. Ja, der Martin Delis hat eine Anfrage und zwar zu syrischen Studierenden. Und du darfst es jetzt vorstellen. Ja, die haben quasi einen Flüchtlingsstatus in Berlin, weil in Syrien gibt es da gerade so einen kleinen Bürgerkrieg. Und die Frage ist, will man die jetzt alleine lassen, obwohl sie ja eigentlich jetzt nicht direkt Asylanten sind, sondern hier vernünftig und produktiv studieren? Welche Bedingungen haben die und was wird gerade getan, um zum Beispiel sicherzustellen, dass sie nicht ihre Wohnungen verlieren, weil aufgrund der Aktionen und der instabilen Lage die Konten eingefroren sind, von denen sie normalerweise Geld kriegen und so weiter und so fort. Das ganze Thema ist schon Thema gewesen, also speziell was die Lage der Studierenden angeht, zum Beispiel im Sachsen-Anhaltinischen Landtag, da hat die Große Koalition auch einen entsprechenden Antrag beschlossen, da schnelle Hilfe zu leisten. Geht uns natürlich nicht weit genug, bla bla. Es ist halt die erste Möglichkeit, per mündliche Anfrage auf das Thema aufmerksam zu machen. Da folgt dann eben nach Liquid Feedback und so auch noch ein entsprechender Antrag. So sich denn zeigt, dass der Senat nicht von alleine auf die Idee kommt, dort mal nachzufragen bei den Studentenwerken, bei den Universitäten und möglicherweise auch zum Beispiel Bürgschaften auszusprechen oder Soforthilfe für Studierende, die da jetzt so lange ist, da Krieg ist, in Probleme und Not geraten. Ja, das halt mündliche Anfrage, weil medienöffentlich, weil möglicherweise dann dazu führt, dass man keinen eigenen Antrag machen muss und es sich noch weiter verzögert, sondern der Senat von alleine reagiert. Gut, dann haben wir die nächste. Das ist von mir. Beköstigung an Elite-Schulen des Sports. Es gab auch im Vorfeld eine kleine Anfrage zu dem Thema, wie es halt mit Beköstigung von den Sportschülern an den Elite-Schulen des Sports aussieht. Die Antworten darauf waren nicht so zufriedenstellend. Vor allen Dingen, also sie waren halt vor Ort und haben halt geklärt, also vor allen Dingen auch mit den Schülern vor Ort mal geredet. Und da kam halt auch so dieses Zurück, so ja, das ist halt alles nicht so das Wahre vom Ei, also bezüglich... wenn ich halt als Schwimmer vom Schwimmen abends komme, dann ist auf einmal das ganze Fleisch weg und ich kriege irgendwie nur noch ein bisschen Obst oder irgendwie sowas, also was natürlich nicht Tages ist, aber für jemanden, der halt irgendwann mal unsere Spitzenleistungen bei Olympia bringen soll oder sonst irgendwie was,
kann man halt nicht mit 115 Verköstigungen an der Stelle rangehen. Da gibt es auch vom Olympiabund genaue Kriterien, nach welchen spezifischen Sachen sich die Leute am besten ernähren sollen. Und laut Aussage des Senats wird das alles so gemacht und ist alles ganz tutti. Und wir haben ja jetzt auch das Gutachten bezüglich der normalen Schulen, also der Grundschulen, Sekundarstufen etc., wo halt bestimmte Preise drin sind. Und wir würden halt gerne wissen, wie viel der Senat derzeit für die Sportschulen in Essen ausgibt. Dann kann man mal vergleichen, in welchem Verhältnis das zueinander liegt, was die überhaupt an der Stelle ausgeben. Möglicherweise geben sie ja sogar weniger aus, als was in den für normale Schulen vorgesehen ist. Das wäre dann nicht so schön. Wir hoffen, das ist dann sehr viel mehr. Und gleichzeitig haben wir noch eine Nebenfrage mit drin, weil die wollen an den Sportschulen auf ein Free-Flow-System umsteigen. Das heißt, zurzeit hast du halt deine Essenswahl, also wie bei uns in der Kantine, kannst halt sagen, ich möchte Menü 1, Menü 2 oder sowas haben. Und dass es dann dahin geht mit diesem offenen Kantinenbetrieb, wie man dann auch von der Mensa ist, dass man halt sich sein Menü selbstständig zusammenstellen kann, was halt auch genau der Punkt ist, dass es individuelle Essensversorgung eigentlich geben muss, weil halt in diesen ganzen Kader etc. halt völlig verschiedene sind. Also ein Bogenschütze braucht was anderes als ein Schwimmer, als ein Tennisspieler und sonst wie was. Und wenn man halt irgendwie versucht, für alle irgendwie gemeinsam Essen zu machen, dann grenzt man immer irgendwelche Gruppen aus oder es funktioniert nicht richtig. Und die Versorgung ist es. Und die Frage ist dann halt an der Stelle auch, ob die das auf die anderen auch noch übernehmen wollen, weil das ja immer mit Ausschreibungen etc. sehr lange dauert. Und 2013, 2014 ist sowieso das erste Mal, wo sie es machen könnten. Und dementsprechend haben wir halt die Frage an der Stelle. Es gibt eine Frage von Martin. Eine Rückfrage dazu. Ich war gestern ungefähr 5 Stunden auf einer Veranstaltung der Vernetzungsstelle Schulverpflegung und da haben wir auch die Studie besprochen. Es ging hauptsächlich um Qualität, natürlich auch immer um den Preis. Erste Frage, weil ich es nicht im Blick habe, die Elite-Schulen, die du meinst, wobei ich auch nicht weiß, ob das ein vernünftig abgrenzender Begriff ist, sind alles Landesschulen? Okay, dann besteht zumindest die Chance, dass du eine Antwort kriegst, ansonsten würdest du da auf diese Frage keine Antwort kriegen. Ja, weil Schulen, nee, das sind, Geld ist halt Senat, das sind die Elite-Schulen des Landes, also einmal im Landesleistungszentrum oben in Hohenschönhausen. Dann haben wir noch die am Olympiapark, die Schule. Dementsprechend sind es auch Gelder vom Senat. Also der Senat muss das Geld geben. Es ist am Haushalt, also es wird nicht so ganz klar aus dem Haushalt. Also man könnte es wahrscheinlich irgendwie berechnen, wenn man irgendwie da nochmal was weiß oder so. Aber es ist da alles ein bisschen verworren und irgendwie weiß, ja, keine Ahnung. Deswegen die Frage, sollen sie uns dann mal beantworten und dann werden wir sehen, was sie uns da für Infos geben. Ich gehe davon aus, sie werden sagen, das machen wir auch so. Nee, die Bezirke machen es nicht, die haben damit nichts zu tun. Ich denke, das machen wir trotzdem. Nee, die Bezirke haben damit nichts zu tun. Also das ist völlig losgelöst von den Bezirken. Ja, wenn sie das sagen, dann lügen sie. Ganz einfach. So, dann haben wir Philipp. Meine Frage ist der aktuellen Situation um die IGA geschuldet. Ihr wisst, gibt es jetzt einen neuen Standort für die IGA 2017. Das sollen die Gärten der Welt und auch drumherum in Marzahn-Hellersdorf sein, anstatt des Tempelhofer Feldes. Meine Frage an den Senat. Wann wird es ein Konzept für die internationale Gartenausstellung IGA am Standort der Gärten der Welt in Marzahn-Hellersdorf geben und in welchem zeitlichen Rahmen wird dieses umgesetzt? Zweitens, wird der Senat eine Umsetzung unterstützen, welche die IGA in das bestehende Konzept der Gärten der Welt integriert, ohne dass es zur Beeinträchtigung oder Verdrängung der bereits angesiedelten Flora und Fauna kommt? Es gibt keine Nachfragen, dann ist der Fabio dran mit seiner. Es geht um Zusammenlegung von zwei Abschiebeknästen. Der eine ist in Treptow-Köpenick und der andere ist in Brandenburg. Die sollen auf dem Brandenburger Teil zusammengelegt werden. Das wirft natürlich viele Fragen auf. Zum Beispiel eben, ob die Flüchtlinge dann irgendwie in Brandenburg total isoliert sind und wie die dann Zugang haben zu ihren Anwälten und so weiter. Und da würde ich dann gerne fragen, was der aktuelle Stand ist, wie der Senat zu dieser Umsetzung steht
und wie er verhindern will, dass diese beiden Effekte oder vielleicht sind es noch mehr Effekte, Isolation und eventuell kein ausreichender Zugang zu den Anwälten, verhindert werden soll. Okay, danke schön. Es gibt da auch keine Nachfragen. Dann machen wir das beliebte Approval-Verfahren und wir stimmen alle Anträge der Reihe nach durch. Ihr könnt jedem Antrag so viele Stimmen, also jedem Antrag eine Stimme geben oder keine Stimme geben. Und der Antrag mit den meisten ist auf Platz 1, der mit den zweitmeisten auf Platz 2 und dann so weiter. Wer dem Antrag von Martin Delius, dem Antrag syrische Studierende, seine Stimme geben möchte, den würde ich jetzt um das Handzeichen bitten. Ich glaube, das sind alle, bis auf der, genau, bis auf der große Vorsitzende findet Martin Delius nicht gut, deswegen gibt er ihm keine Stimme. Okay, das haben wir uns notiert für die Zukunft. Das heißt, das sind 14 Stimmen gewesen. Dann kommen wir zum zweiten, das ist meine, hey, auch alle dafür stimmen, Sportbeköstigung an den Schulen, also an den Sportelite-Schulen. Okay, ihr seid echt toll. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stimmen. Mit deinen Eliten immer. Ja, natürlich, Elite, Elite, Elite. Das sind 8 Stimmen gewesen. Dann kommen wir zu Philips Internationale Gartenausstellung in den Gärten der Welt, IGA. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt haben wir schon 2 da. Und dann haben wir noch den von Fabio Reinhardt, Zusammenlegung der Abschiebeknäste in Berlin und Brandenburg. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also das ist egal. Gut, das heißt, wir haben 2 Gewinner. Und das heißt, sag mal, waren das jetzt alle gerade? Ja. Das waren alle. Okay, gut. Fabio darf als erstes seine Frage stellen, danach darf Martin seine Frage stellen und die Fragen von Philipp und von mir werden dann schriftlich vom Senat beantwortet. Genau. Es gibt kein Stechen, weil das einfach hintereinander, es wird nicht aufgerufen. Also, nein. Ja, aber dann sind bei der dritten Runde war unsere Frage nicht mehr dran. Da wurde dann der Vorschluss gemacht. Es ist noch niemals der Fall gewesen, dass unsere dritte Frage gekommen ist. Wann war das denn? Zwei Plenarsitzungen. Gut, dann machen wir ein Stechen. Wer den Antrag von Phil gut findet, der hebe jetzt sein Bömmelchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wer meinen Antrag gut findet, hebe jetzt sein Bämmelchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. War das jetzt beim eben 8 und jetzt nochmal 8? Nee, das war bei eben 10. Das ist egal, Philipps vor. Ich meine, ey, es ist mir zu blöd mit euch. So, gut, das heißt, die Reihenfolge ist Fabio, Martin, Philipp, Heiko. So, damit sind wir an dem Punkt durch und wir können wieder normal in die Tagesordnung zurückgehen. Vielen Dank, Heiko. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3.5. Das ist der Wahl- und Geschäftsänderungsantrag von mir, und zwar zur Stimmübertragung, Paragraph 10. Ist euch ja per E-Mail auch zugegangen und dazu noch Diskussionsbedarf, ansonsten kommen wir zur Abstimmung. Wir brauchen mindestens 2/3. Ja, Pavel, bitte. Ich habe da jetzt kurzfristig noch einen Änderungsvorschlag für Punkt 3 eingestellt. Und zwar berücksichtigt der Vorschlag, den du gemacht hast, nicht, dass jemand, auch der vielleicht früher geht, sich halt für den Rest der Sitzung vertreten lassen möchte. Das habe ich mit dem Änderungsvorschlag, der unten im Ticket steht, ermöglichen wollen. Soll ich das kurz vorlesen, falls das nicht alle vorliegen haben, wie der neu gefasste Punkt 3 dann lauten sollte? Ja, du kannst ja kurz vorlesen. Ja, also ja. Also der neu gefasste Punkt 3 lautet: Stimmübertragung in Abwesenheit des Delegierenden müssen vor Beginn der Sitzung durch Mitteilung in Textform an die Geschäftsstelle erfolgen. Stimmübertragung bei vorzeitigem Verlassen der Fraktionssitzung können mündlich erfolgen. Die jeweiligen Vertretungen sind zu dokumentieren und zu veröffentlichen. Gut, vielen Dank. Dann haben wir jetzt Phil, Simon, danach mich und danach Martin.
Das, was Pavel sagt, würde ich unterstützen. Diese Änderung ist mir auch noch aufgefallen. Ja, also gut. Simon? Sorry, dafür, Olli hat gerade schon gesagt, er unterstützt Pavel. Okay, dann ziehe ich den Antrag zurück, weil wir den nicht mehr abstimmen können, weil die vorher in Textform in der Einladung rumgereicht werden können. Und würde den auch mit dieser Änderung dann erneut einbringen das nächste Mal, wie auch den anderen, den ich schon vorhin zurückgezogen habe. Würde mich freuen, wenn ihr da vorher dann auch schon Feedback gebt und nicht erst am Tag der Versammlung, dann können wir das uns nämlich hier auch sparen, also diese Diskussion darüber. Ansonsten wäre jetzt dran der Martin, der Fabio, der Olli, wer möchte noch zu dem zurückgezogenen Antrag sprechen? Martin? Ja. Bitte. Ja, genau. Also wir hatten ja zwei Dinge zum Verfahren. Ich finde es super, dass du das so genau nimmst und den dann auch zurückziehst. Deswegen fände ich es dann auch super, wenn du rechtzeitig vorher einfach eine Mail schreibst. So, hatten wir uns auch drauf mal geeinigt. Da habe ich sie vielleicht übersehen. Ich gucke halt immer auf die Mailingliste. Und dann dazu fiel mir noch auf, weil ich ja vorher mal in die Satzung geguckt habe zum entsprechenden Paragraphen, dass dann die thematischen Delegationen und die Weiterdelegationen wegfallen. Bei den Themendelegationen sehe ich das nicht so kritisch, weil ich glaube, das funktioniert eh nicht so gut. Aber das Weiterdelegieren wollten wir mal explizit haben und da wollte ich wissen, ob das so gewünscht ist, dass das wegfällt. Das haben wir ja auch mal geprüft sogar, dass das geht. Das fände ich nicht so schön. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn in dem Vorschlag, den Pavel jetzt geschrieben hat, dann auch die, wie in der aktuellen Satzung, die Weiterdelegationen auftauchen, zumindest die. Und dann wollte ich noch auch zum Verfahren sagen, naja, wir haben halt, soweit ich mich erinnere, zumindest in der ursprünglichen Satzung mal gesagt, wir wollen Satzungsänderungen und Änderungen der Wahl- und Geschäftsordnung nicht im Umlauf beschließen. Das beinhaltet für mich und hat die Intention auch für mich gehabt, dass wir die Möglichkeit einer Fraktionssitzung da nutzen wollen, um von Angesicht darüber zu reden. Insofern sehe ich auch nichts Schlimmes daran, dass wir jetzt darüber diskutieren. Ja, Fabio? Ich wollte einfach nur sagen, also das, was Martin gesagt hat, ist natürlich jetzt noch ein Punkt, der auch dafür spricht, dass wir den Antrag noch nicht heute beschließen, aber grundsätzlich habe ich Sympathie dafür, dass wir sagen, wir sind doch ein bisschen strenger. Die Stimmübertragungen müssen bis zu Beginn der Sitzung schriftlich vorliegen und irgendwie sowas wie, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gehe und delegiere meine Stimme an Phil oder XY, kann ich mit leben, aber fände ich ein bisschen unglücklich. Also ich würde mich dann eher dafür aussprechen, dass wir die Änderung von Pavel da nicht mit reinnehmen. Ali? Entschuldigt, ich sehe den Änderungsbedarf tatsächlich überhaupt nicht. Also wenn es da jetzt irgendeinen bürokratischen Fuck-up gegeben hat, der es irgendwie ganz, ganz dringend notwendig macht, dass wir alle unsere Delegationen vor der Sitzung schon schriftlich eingereicht haben, also sprich angemeldet haben, dann klärt mich bitte drüber auf, aber nach meinem aktuellen Informationsstand sehe ich den Änderungsbedarf halt gleich mal überhaupt nicht. Simon? Ja, also ich könnte mich Olli anschließen und zu sagen, wir lassen es einfach so, wie es ist. Oder wenn wir sie ändern, dann bitte in der Version von Pavel. Denn wir hatten schon Fraktionssitzungen, die gingen 30 Minuten. Und wir hatten schon Fraktionssitzungen, die irgendwie sich so um die 5 Stunden bewegt haben. Da kann ich jetzt nicht entscheiden, wenn ich um 18 Uhr einen Termin habe, ob ich dann irgendwie das Fass aufmache und eine Vertretung für ab 19 Uhr oder ab 17.30 Uhr irgendwie bei der Geschäftsstelle schriftlich anmelde, die dann gar nicht nötig gewesen wäre. Oder ich lasse es halt einfach, muss dann weg und dann kann ich aber nicht mehr delegieren. Das wäre irgendwie ziemlich blöd alles. Deswegen, wenn dann bitte die Version von Pavel. Gut. Alexander? Nun, können uns natürlich mal angucken, wo das eigentlich herkommt. Wir hatten damals diskutiert und haben gesagt, die Idee mit der Delegation, die wir im Liquid Feedback System haben, die ist ganz toll, die wollen wir auch in der Fraktion offline anwenden. Ein besonderes tolles Feature bei diesen Delegationen von Liquid Feedback ist, dass man sie jederzeit ändern kann.
Und das hätte ich gerne auch hier, weil die Idee ist eigentlich großartig. Und tatsächlich hätte ich das sogar so weit, dass wenn ich leider an dieser Sitzung nicht teilnehmen kann, weil ich krank bin und im Stream sehe, dass da gerade Mist passiert, dann möchte ich tatsächlich auch sogar remote während der Sitzung meine Delegation ändern können, weil der Mensch, dem ich delegiert habe, sich nicht so verhält, wie ich das von ihm erwartet habe. Das lässt die Satzung in diesem Moment zu. Und ich sehe daher hier auch keinen Regelungsbedarf, der dieses Recht zu delegieren weiter einschränkt. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist der Tagesordnungspunkt 3.7, Stadt Neu Denken, Unterstützung des Runden Tisches für eine neue Liegenschaftspolitik. Gibt es dazu Wortbeiträge? Ja, Wolfram, bitte. Ja, ich war da letzte Woche Freitag zu einer Diskussionsrunde bei der Initiative Stadt Neu Denken und die haben die eingeladenen Politiker dort, waren also sowohl von der Opposition als auch von der SPD war jemand dort, haben also die, oder was zum Hintergrund sagen, die kümmern sich ja um die Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik und fordern dort die Einrichtung eines runden Tisches. Und von den Politikern, die dort gewesen sind, haben sie erbeten, dass die Fraktionen und vielleicht auch die Parteien sie dabei unterstützen mögen. Und ich habe mich erstmal aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ich werde also alles dafür tun, diese Idee zu unterstützen. Rein moralisch und damit es formal richtig ist, stelle ich also jetzt hier auf der Versammlung den Antrag. Unterstützungsleistungen, die dabei jetzt abfallen würden, was sie an mich herangetragen haben, waren eigentlich, dass sie auch zu diesem runden Tisch so ein Online-Meinungsbildungstool gerne haben wollen und dort auch irgendwie Transparenz walten lassen wollen und dort unsere Expertise einfach haben wollen. Kosten sind erstmal keine damit verbunden. Sobald irgendwelche Kosten auflaufen, wäre das ein gesonderter Beschluss. Gut, vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Martin und danach Fabio, bitte. Wir hatten ja so ähnliche Unterstützungssachen schon letzte Woche. Zum einen fände ich es cool, um das auch in der Partei bekannter zu machen, was da geplant ist, wenn es eine Liquid-Initiative dazu gibt, wo man das auch genau erklärt, was Sache ist. Also nicht nur den Link reinpackt, weil das hat ja Heiko meiner Meinung nach richtig letztes Mal kritisiert. Und zweitens hatten wir das letzte Mal auch gesagt, dass wir solche Unterstützung gerne von der Partei übernehmen lassen möchten und nicht von den Fraktionen. Es wäre jetzt gut, wenn du nochmal erzählst, wo jetzt der Unterschied ist zu umverteilen, weil wir da ja auch explizit gesagt haben, es möge bitte lieber der Landesverband machen und nicht die Fraktion. So. Wolfram? Ja. Also ja, Unterstützung von der Partei ist natürlich auch gewünscht, aber das ist jetzt nicht das Forum hier dafür. Werde ich also noch weiter verfolgen und sicherlich auch dann anstrengen. Es geht jetzt hier in dem Fall erstmal um auch rein organisatorische Unterstützung, also wenn die sich zum Beispiel irgendwie hier im Haus treffen wollen und sowas, dass wir dann also mit dabei sind, dass wir da als Unterstützer auftreten, dass wir also uns um diesen runden Tisch mit kümmern und solche einfachen Sachen um eine Unterstützung dieses Anliegens. Und das ist ja auch ein Anliegen, was also sich an den Senat und an das Abgeordnetenhaus richtet, was also auch hier im Hause unterstützt werden sollte. Fabio? Ja, wir hatten ja im Mai über das Positionspapier Moratorium für Liegenschaftsverkäufe jetzt, das war ja auch von der Initiative Stadt Neudenken, gesprochen und also ich glaube, wir hatten irgendwie uns nicht wirklich einigen können, ob das zu radikal ist oder wie auch immer. Oder also jetzt sind für mich noch die Fragen offen, wenn wir jetzt die Stadt Neudenken so unterstützen, resultiert daraus dann auch automatisch eine Unterstützung für deren Liegenschaftspolitik bzw. für deren Anliegen eines Moratoriums. Und dann fände ich es auch ganz spannend, wenn wir vielleicht habe ich es auch verpasst, Entschuldigung schon mal dafür, aber wenn wir erstmal wegen dieser Positionierung bezüglich Moratorium für Liegenschaftsverkäufe irgendwie eine Einigung oder eine Position herstellen könnten, bevor wir da jetzt pauschal diese Initiative unterstützen.
Wallfahren? Also ich befürworte erstmal generell, dass wir da unsere Meinungsbildung auch ein bisschen vorantreiben. Das ist aber jetzt hier nicht der Punkt dieses Beschlusses, sondern hier geht es im Wesentlichen also um die organisatorische Unterstützung dieses runden Tisches und der Beteiligung eines erstens Expertengremiums in Form eines runden Tisches und zweitens auch einer Beteiligung der Öffentlichkeit, die also dort an diesem runden Tisch eben auch über in Form von Meinungsbildung und so weiter, Meinungsbildern beteiligt werden soll. Und ich denke, das ist eine Sache, die wir eigentlich unseren Idealen eigentlich ganz gut entspricht. Und was dann genau rauskommt bei diesem runden Tisch, das obliegt ja mehr dem runden Tisch, das obliegt also nicht uns, das festzulegen und auch die anderen auch. Es geht nur um die organisatorische Unterstützung. Mhm. Martin und danach Simon Weiß, bitte. Das mit der organisatorischen Unterstützung und so finde ich super. Beispiel gestern diese Schulverpflegungsveranstaltung, da wurden für auch genau so eine Sache im Haus hier regelmäßig auch Veranstaltungen machen, die Mitglieder des Bildungsausschusses angefragt und da habe ich als bildungspolitischer Sprecher entschieden, ich finde das super. Auch ohne Fraktionsbeschluss und lass die hier gerne Räume bekommen. Das würde ich dir auch zugestehen. Ich würde jetzt aber vor dem Hintergrund, dass wir diese ganze Liegenschaftsdiskussion ja auch im Liquid Feedback noch intensiv führen, keinen Fraktionsbeschluss dazu machen wollen. Weil dann heißt es ja, die Piraten stehen voll hinter den Zielen des runden Tisches, die haben ja so einen Fraktionsbeschluss. Das, klar, wenn es nicht darum geht, aber es könnte auf jeden Fall nach außen stehen und wir sind uns eigentlich noch gar nicht einig. Ist blöd. Also ich würde dir das zugestehen, dass du da Räume mit unterstützt und anmeldest, weil das dir am Herzen liegt, auch ohne Beschluss. Simon? Also ich sehe, also zumindest so wie ich das jetzt hier aus dem Antragstext sehe, sehe ich schon, kannst du mir das auch vielleicht, also hast du ja eigentlich gerade auch schon so wenig gesagt, sie ist nun schon Unterschied zu dem, was worüber wir letztes Mal diskutiert haben, weil es da ja hier ja nicht irgendwie so eine Initiative mit konkreten Forderungen geht, sondern eben um diesen runden Tisch. Ich habe jetzt auch mal auf diesen Link geklickt mit Stadtneudenken, Liegenschaftspolitik und da stehen auch keine konkreten Forderungen, sondern steht halt im Wesentlichen auch Neues. Also es ist, hat zwar irgendwie so eine gewisse Ausrichtung, aber es ist halt so, naja, es braucht da irgendwie eine Strategie und darüber müsste man mal reden. Ist ein bisschen schwer zu erkennen, was jetzt genau aus diesem Beschluss folgt, aber ich sehe jetzt, eigentlich sehe ich da jetzt auch nur so eine, naja, man nimmt an diesem runden Tisch teil, das ist, glaube ich, also gut, dafür brauchen wir auch eigentlich keinen Fraktionsbeschluss, denke ich, weil, und gut, dass wir den irgendwie mit veranstalten, ja, das ist halt die Frage, in welcher Form. Ja. Wolfram, willst du da nochmal? Ja, also wie gesagt, ich kann es jetzt noch nur mal wiederholen. Also es geht eigentlich nur um die organisatorische Unterstützung. Also die Leute bei dieser Initiative arbeiten da schon eine ganze Weile an dem Thema dran, haben jetzt die Fraktionen dort eingeladen. Es sind auch einige gekommen, also einschließlich der SPD, also einer Regierungsfraktion. Die CDU hat immerhin ein Statement abgegeben, was dort dann verlesen wurde, was nicht ganz so zustimmend war, aber soweit erstmal dazu. Und sie möchten natürlich aber die an die Politik heran und möchten sich deshalb der Unterstützung dieses Anliegens eines runden Tisches erstmal versichern, nicht, dass also sie dort eine schöne Versammlung machen und danach will dann plötzlich mit denen keiner mehr was zu tun haben und wenn sie dann nochmal hier anrufen, sagen sie, ja, das können wir aber jetzt nicht machen und so weiter und deswegen ist das eigentlich von ihnen erbeten worden und ich habe gesagt, ich mache das erstmal nach Möglichkeit und würde auch meine Fraktion dann ersuchen, das formal zu unterstützen. Gut, ich glaube, es ist jetzt auch klar geworden, in welche Richtung das geht. Ich kann da jetzt auch, ich meine, bei den anderen ist ja auch offen, die jetzt daran teilnehmen, von aus den anderen Fraktionen, was daraus Konkretes folgt. Ich glaube, jegliche konkrete Forderung, die sozusagen aus dem runden Tisch folgt, müssten wir dann natürlich nochmal als Fraktionsbeschluss verabschieden. Ich glaube aber auch, dass dass Wolfram das entsprechend umsetzen kann und würde sozusagen wenn wir den Antrag jetzt beschließen, worum ich bitten würde, also Wolfram weiß ja dann genau auch, welche Kritikpunkte hier genannt werden und wird sich entsprechend verhalten.
und dann sozusagen nicht irgendwelche Diskussionsergebnisse vielleicht direkt als Forderung der Fraktion herausstellen. Insofern würde ich dann einfach zur Abstimmung kommen von dem Antrag, den Wolfram jetzt hier eingestellt hat, und dann ist, glaube ich, auch klar, worum es geht. Wer ist für den Antrag? Das sind alle außer Pavel, der dagegen stimmt, Christopher, der sich enthält, und Martin, der auch dagegen stimmt. Vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist, Moment. Übernahme von Lizenzkosten für das Zeigen von Fotos im Ausschuss zum Thema Kennzeichnungsrechtticket 3970. Geht um Kosten in Höhe von 170 Euro. Ich verstehe nicht, worum es geht. Fabio, bitte. Also, wie ihr wisst, sind wir eine politische Fraktion und wollen Ziele erreichen, unter anderem auch Aufmerksamkeit auf Themen lenken. Eine Sache, die immer mal wieder zur Sprache kommt, aber meiner Ansicht nach viel zu wenig, ist die Kennzeichnungspflicht in Berlin, eingeführt 2010. Und leider gibt es da sehr viele Lücken in dieser Kennzeichnungspflicht. Deswegen sieht man immer wieder Polizisten auf irgendwelchen Demonstrationen oder Veranstaltungen, die eben diese Rückenkennzeichnung nicht tragen. Das kann man vor allem auch visuell sehr gut deutlich machen. Wenn man so ein Bild sieht von einem Polizisten, der die Nummer nicht hat, dann ist es auch visuell viel klarer, wovon man da eigentlich spricht. Gerade wenn da zwei nebeneinander stehen, der eine hat sie, der andere nicht. Wir wollten zu einem, wir wollten jetzt im Innenausschuss, haben wir einen 21.3er auf die Tagesordnung gesetzt. Das ist jetzt am Montag nicht angekommen, weil das Thema NSU noch zu präsent ist, würde dann aber nach den Herbstferien auf die Tagesordnung kommen. Und dazu würde ich eine kurze PowerPoint-Präsentation machen, um eben die verschiedenen aktuellen Probleme und Lücken in der Ausgestaltung der Kennzeichnungspflicht darzulegen. Jetzt haben wir eben mit verschiedenen, unser Referent, also einer unserer Referenten hat Fotos gemacht von der Demonstration, die auch sehr eindrücklich sind. Es gab aber eben auch verschiedene andere Fotografen, die eben sehr eindrückliche Fotos gemacht haben von verschiedenen Demonstrationssituationen. Und mit denen haben wir gesprochen und verhandelt. Und da hat derjenige, der da eben für die verschiedenen anderen Fotografen die Verhandlungen geführt hat, sich letztendlich zu einem Preis, also hat letztendlich uns einen Preis genannt, der meiner Ansicht nach sehr, sehr fair ist. Da geht es darum, dass man ungefähr 15 Euro zahlt pro Bild, und das wären dann insgesamt 170 Euro. In diesem Preis sind dann eben drin, wir zeigen 12 Bilder bei einer PowerPoint-Präsentation im Innenausschuss. Wir können alle diese Bilder auch als Tischvorlage verteilen, und zwei dieser Bilder können wir auch noch bei uns aufs Blog setzen, um da eben die die Innenausschusssitzung auch noch durch einen Blogbeitrag eben zu illustrieren. Was da eben nicht, also wir würden nicht mit diesen Bildern handeln, wir würden auch jetzt nicht mit den Journalisten reden und sagen, ja, wir geben ihnen das jetzt aber für 20 oder so, also das ist da nicht drin. Es geht nur darum, dass wir es eben zeigen, und jetzt müssen wir eben abwägen, ist es uns das wert, dass wir diese Bilder von den externen Journalisten, die diese Demonstrationssituation gefilmt haben oder fotografiert haben, eben zeigen wollen, um einen zusätzlichen Effekt für diesen 21.3er zu erzielen, oder eben nicht. Ich weiß auch, dass es ein Präzedenzfall ist, und wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir haben Angst davor, dass dieser Präzedenzfall dann für irgendwelche anderen Sachen genutzt wird, kann ich auch verstehen. Aber ich halte das für sinnvoll an dieser Stelle und würde mich freuen über eine konstruktive Diskussion. Phil, ja. Danach Martin, Christopher, Alexander. Wen habe ich vergessen? Niemand. Bitte. Ja, auch Fabio, erstmal grundsätzlich, glaube ich, eine ganz gute Idee, sowas zu visualisieren. Was mich so ein bisschen beschäftigt, ist jetzt halt die Frage, wie sehen diese Fotos aus? Was macht diese Fotos so besonders? Können wir da nicht irgendwie Fotos unter CC-Lizenz irgendwie benutzen, die uns eben nichts kosten? Oder könnte der Berthold nicht irgendwie vielleicht Fotos auf einer Demo machen? Keine Ahnung. Also es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten, um vielleicht diese Kosten irgendwie, naja, vielleicht zu senken. Aber ich glaube, so viel ist es jetzt auch nicht. Aber es ist halt eben auch kein Häppchen, so 170. Und die Frage mit dem Präzedenzfall ist sicherlich auch was uns beschäftigen könnte, wenn wir dann in Zukunft öfter sowas machen.
dass da nicht zu teuer wird. Deswegen die Frage, ob man da nicht vielleicht mit den Kosten irgendwie anders, und was macht diese Fotos so toll, dass wir die brauchen? Und ich hätte vielleicht gerne auch die Fotos gesehen, bevor ich sie kaufe, aber... Gut, vielen Dank. Dann ist jetzt Martin, Christopher, Alexander, Daniela, Pavel dran, und ich tendiere auch dazu, dann demnächst die Redeliste zu schließen, weil ich glaube, das ist ein Thema, bei dem wir uns hier einfach unbegrenzt lange austauschen können, und wenn wir da nicht irgendwo dann aufhören, geht es halt auch immer weiter. Jetzt habe ich noch Oliver gesehen und wird dann einfach nach Christopher Fabio auch mal bitten zu antworten zwischen der Reihe, damit es da nochmal kurz Feedback gibt, um die Fragen zu beantworten. Jetzt aber erstmal Martin dran, danach Christopher. Genau, also das ist eine klassische Standheizungsdiskussion. Kennen wir schon, können wir uns lange darüber unterhalten. Ich glaube, es gibt Kostenübernahmeformulare in der Geschäftsstelle. Wenn man ein Angebot und Ähnliches vorzeigt, dann kann das auch ordentlich dokumentiert werden. Und ich habe persönlich überhaupt nichts dagegen, wenn wir auch lizenzrechtlich geschützte Materialien für unsere politische Arbeit benutzen, wenn es keine anderen gibt. Wir haben in der Satzung stehen, dass unsere einzelnen Vorstände bis 5.000 Euro selbst unterschreiben können, stellvertretend auch unsere Geschäftsführerin. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum das jetzt hier ohne ein Angebot, ohne konkrete Zahlen, also irgendwas Greifbares in der Fraktionssitzung diskutiert werden muss, und würde mich freuen, wenn das die Geschäftsstelle übernimmt mit dem üblichen Verfahren, wie bei allem anderen auch. Christopher, danach Fabio. Ja, ich kann mich dem, was Martin gesagt hat, anschließen. Ich komme aber nicht darum, nochmal meine massive Irritation auszudrücken, dass dieser Tagesordnungspunkt hier drauf ist. Ein Antrag über 170 Euro für Fotos, wo jeder im Vorstand hier Entscheidungen in Höhe von bis zu 5.000 Euro treffen kann. Ich glaube, es ist vollkommen klar, wofür du diese Fotos brauchst. Wenn du irgendwie darlegen kannst, dass wir das machen müssen, dann können wir das auch bezahlen. Ich weiß nicht, warum wir hier die Zeit der Fraktion da für so eine Diskussion draufgehen muss. Wie gesagt, ich bin massiv irritiert. Ich würde dich freuen, wenn du den Antrag jetzt zurückziehst, Fabio, und wir das dann morgen mit Daniela irgendwie regeln. Fabio. Okay, jetzt bin ich irgendwie total massiv irritiert, weil ich habe euch alle im Vorstand... Entschuldige, bist du dran? Wurde aufgerufen gerade von der Versammlungsleiter. Weil ich gesagt habe, ich kann das auch zwischen der Redeliste mal die Möglichkeit auf eine Reaktion ermöglichen, damit dann jetzt vielleicht auch der Antrag zurückgezogen wird oder wie auch immer. Bitte. Also ich habe mit der Geschäftsstelle Kontakt aufgenommen und Daniela hat mir zu verstehen gegeben, dass sie da einen Fraktionsbeschluss zu möchte, weil es ihr nicht klar ist, ob das sozusagen von der Fraktion so gewünscht ist. Ich hatte auch noch mehrfach Kontakt mit dem Vorstand, habe da irgendwie auch keine eindeutigen Antworten bekommen. Und ja, also insofern, es war ausdrücklich gewünscht worden von der Geschäftsstelle, dass wir das hier besprechen. Wenn das alles so easy ist, dann können wir das auch einfach annehmen. Und insofern, ihr hattet tagelang Zeit, mir irgendwie Rückantwort zu geben, irgendwie einfach zu sagen, Schnips, ich mache das mit den 5.000, ich kann es nicht. Insofern bin ich hier massiv irritiert, dass ich irgendwie tagelang auf meine Fragen da irgendwie keine Antwort bekomme, dann darauf hingewiesen und darum gebeten werde, dass wir das hier besprechen, und ich dann dafür angepault werde. Also das finde ich jetzt ein bisschen sonderbar. Aber ja, wie gesagt, wenn das alles so easy ist, dann können wir es auch einfach annehmen. Also es ist, Entschuldigung, also die Zahlen stehen da drin. Es sind 12 Fotos für 17, 500. Das ist kein Angebot, Frage. Ja, aber wenn wir das hier annehmen, dann kann die Geschäftsstelle, weiß die Geschäftsstelle Bescheid und kann das dann auch einfach machen. Also ich sehe da jetzt eben das Problem nicht. Gut, du ziehst also den Antrag nicht zurück. Das heißt, wir fahren fort in der Redeliste und ich würde dann auch fragen, wer noch auf die Redeliste möchte, weil ich sie dann nämlich schließen werde. Ich habe jetzt noch drauf Alexander, Daniela, Pavel, Oliver, Christopher, Martin. Ich ziehe zurück. Pavel will nicht mehr. Heiko? Ich nehme für Daniela das Ding. Olli will auch nicht. Dann Heiko. Dann ist jetzt dran Alexander. Nee, Daniela nicht. Ich wäre Daniela. Ja, Alexander. Also, ich bin auch hochgradig irritiert.
Allerdings nicht da, weil dieser Antrag um 170 Euro da ist, sondern dass hier so unkritisch damit umgegangen wird, dass wir Geld für urheberrechtlich geschütztes Material ausgeben, ohne dass überhaupt erläutert oder geprüft wurde, ob es dort auch andere Material gibt. Ich bitte Fabio, einfach mal mit dem antifaschistischen Sprecher der Fraktion Kontakt aufzunehmen. Ich gehe davon aus, dass es eine große Menge an Fotos in der Community gibt, die echt authentisch und frisch sind und man diese Fotos durchaus nutzen kann, ohne an irgendeinen Fotografen, den wir nicht kennen oder den vielleicht doch jemand kennt und das erst später rauskommt, jetzt Geld bezahlen. Ich finde diesen Vorgang, dass wir keine Creative Commons lizenzierten Materialien für unsere politische Arbeit nutzen, nicht weiter schlimm, wenn das vorher geprüft wurde. Ich bitte darum, dass dieses geprüft wird und wenn eine Prüfung negativ ausfällt, dann können wir dafür auch Geld ausgeben. Und ich bitte darum, dass diese Prüfung und die Debatte über diese Prüfung, also diese Debatte über solche Fotos nicht wieder in dieser Sitzung auftritt. Ich denke, der Vorstand kann selbst irgendwie den Antragsteller bitten, vorher zu prüfen. Wir müssen es in dieser Runde nicht machen. Ich verschwende diese Zeit auch nicht wegen dieser konkreten Foto, sondern tatsächlich wegen einer Creative Commons und Urheberrechtsfrage. Und das halte ich wiederum für würdig, debattiert zu werden. So, Heiko statt Daniela, bitte. Also Fabio hat dann uns, also ich muss das nur klarstellen, weil es jetzt im Raum steht, als ob die Geschäftsstelle und der Vorstand überhaupt nicht handlungsfähig sind und irgendwie da alles Mist gebaut haben. Wir haben am 23. September die Mail bekommen, wo das drin steht. Da hast du eine Antwort bekommen. Hallo Fabio, ich werde aus deiner Mail nicht schlau. Worum geht es genau? Wofür genau werden die Bilder benötigt? Und hat sich das schon geklärt? Fragezeichen. Daraufhin hast du geantwortet. Wir haben mittlerweile nochmal nachgefragt. Wir können den Preise der Fotos auch auslegen, zusätzlich oder alternativ zur PPP, PowerPoint-Präsentation heißt das, glaube ich. Da es heute wieder um NSU ging, bla bla bla, viele Grüße Fabio. Daraufhin hat Andreas nochmal zurückgestrichen. Ich verstehe immer noch nicht, worum es geht. Könnt ihr mich aufklären? Fragezeichen. Ja, aber wir haben nochmal zurückgestimmt, du hast heute wieder nur um NSU ging, wird auf der nächsten Sitzung des Innenausschusses in 4 Wochen stehen. Es ist also nicht mehr das Dringendste. Ich würde euch aber bitten, das bald zu besprechen, damit wir bei den Fotografen Kontakt eine Rechnungsadresse angeben können. Ich kann auch gerne einen Fraktionsbeschluss einholen. Ihr müsst das nicht selbst entscheiden, solange ihr es in es für hält. Das ist die Begründung. Die wichtige Stelle war, wir würden die Fotos im Anhang gerne im Innenausschuss am Montag im einmal nicht vorzeigen, das heißt mit einem Beamer an die Wand projizieren. Ja, das ist für uns völlig, also ich verstehe es nicht, weil diese Bilder, also Teile dieser Bilder sind im Internet, da kann man einfach draufklicken und dann kann man die zeigen. Das ist nicht erlaubt. Ja, okay, gut, dann sagt man den Leuten, hier ist ein Link, klickt da drauf, wenn ihr wollt. Man kann ja, gut. Also deswegen war es für uns überhaupt nicht klar, weil das sind Bilder, die im Internet sind, deswegen die Frage und da kamen keine Antworten. Jetzt kam das Ding hier. Christopher, dann Martin. Ja, also vor dem Hintergrund, dass das ja in letzter Zeit ja auch in Mode kommt, nochmal darauf hinzuweisen, wer hier für was Sprecher ist und inwieweit da die Absprachen sind, kann ich das nochmal aus der Sicht des innenpolitischen Sprechers der Piratenfraktion darstellen, wie sich mir das am Montag darstellte. Da stand dann ein Laptop bei uns und auf Nachfrage sagte dann die Ausschussreferentin, der Herr Reinhardt wolle doch eine PowerPoint-Präsentation halten. Ob ich das denn nicht wüsste, ich wusste es nicht. Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder irgendwelche E-Mails, in denen ich drin im CC war. Ich kann mich nur an das anschließen, was Heiko gesagt hat. Es ist nicht so, dass hier seit Tagen es darum geht, dass wir hier keine Entscheidung treffen. Das machen wir gerne an der roten Ampel. Du konntest Andreas anscheinend nicht erklären, worum es da jetzt eigentlich geht. Und du hast auch mit mir zum Beispiel oder auch mit Olli nicht darüber gesprochen als Innenpolitiker. Und du hast auch, so wie ich das jetzt hier wahrnehme, Bilder, für die wir als Fraktion dann 170 Euro bezahlen müssten, schon in eine PowerPoint-Präsentation reingemacht, die du am Montag zeigen wolltest, ohne dass es dafür eine Entscheidung des Vorstands gab oder eine Entscheidung dieser Fraktion. Ich bin also noch immer hochgradig irritiert und dass wir halt hier als Vorstand in irgendeiner Form nicht reagiert hätten, das ist halt einfach kompletter Quatsch. Du hättest halt einmal einfach nur mit mir, mit Andreas oder mit Heiko irgendwie reden müssen, hättest sagen müssen, hallo, ich mache hier diese PowerPoint-Präsentation, ich muss dafür 170 Euro ausgeben. Dann hätten wir gesagt, hol noch ein zweites Angebot rein und dann wäre fertig ist der Lack gewesen. Und jetzt hier damit aufzuhalten, finde ich schlecht.
dann irgendwie zu sagen, nachdem du am Montag schon diese PowerPoint-Präsentation eigentlich zeigen wolltest, jetzt hier nachträglich irgendwie einen Beschluss einzuholen, finde ich auch gelinde gesagt suboptimal und ja, es wird immer grotesker. Wir können darüber gerne abstimmen, dann wäre ich dafür, das hier abzulehnen. Dann können wir gerne nochmal irgendwie entscheiden, wo wir Bilder herkriegen, ob Olli welche kriegt, ob sonst wer welche kriegt, was für eine Lizenz die dann haben und was dann am Ende irgendwas kostet, was wir irgendwie kaufen. Und dann können wir das gerne irgendwie im Vorstand beschließen, aber so nicht. Gut, vielen Dank. Damit sind wir am Ende der geschlossenen Redeliste und wir kommen zur Abstimmung. Olli hatte zurückgezogen, als ich gefragt hatte vorhin. Es gibt auch keinen Antrag auf Wiedereröffnung der Redeliste. Und damit kommen wir zur Abstimmung, weil der Antrag nicht. Gut, dann stimmen wir darüber ab. Wer ist dafür, die Redeliste wieder zu eröffnen? So, da muss ich jetzt durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nein-Stimmen und 1, 2, 3, 4 Ja-Stimmen. Damit ist der Antrag abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist dafür, die Übernahme von Lizenzkosten für das Zeigen von Fotos im Ausschuss zum Thema Kennzeichnungspflicht zuzustimmen? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nein-Stimmen und 2 Ja-Stimmen und Enthaltungen gab es auch. Damit kommen wir zum nächsten Antrag. Das ist der Antrag 3. Ein normaler Antrag, da musst du normalerweise den Namen aufrufen, oder? Genau, warte mal. Das war ein ganz normaler Protokoll. Antrag. Habt ihr mitbekommen, wer die Enthaltung? Ach so, ja. Gut, dann nochmal. Tut mir leid, danke Heiko. Bitte nochmal so abzustimmen wie eben. Mit Nein stimmen Simon Kowalewski, Wolfram, Pavel, Andreas, Martin, Oliver, Alexander, Murlang, Christopher und Fabio stimmt mit 2 Ja-Stimmen. Der Rest enthält sich. Das müsste jetzt, glaube ich, komplett sein, zumindest im Audioteil. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3.9. Gerwald, ich glaube, danach kommen wir dann auch wieder auf deinen zurück. Das heißt, da gäbe es dann nochmal die Gelegenheit, dass Heidi Kosche uns da aufklärt, falls da noch Fragen offen sind. Vertragsabschlüsse mit Privatfirmen zum Ankauf von Überwachungssoftware. Christopher, bitte. Ja, es ist relativ einfach. Es handelt sich bei diesem Antrag um einen Entschließungsantrag, womit wir den Senat auffordern, dass bei der zukünftigen Anschaffung von Software, die zur Überwachung dient oder die Überwachungsfunktionen hat, dass vertragliche Regelungen festlegen, dass der Berliner Datenschutzbeauftragte diese Software uneingeschränkt einsehen kann und so weiter und so fort. Das hat den Hintergrund, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar, als er in den Quellcode des Staatstrojaners reingucken wollte, dies nicht machen konnte, beziehungsweise ihm gesagt worden ist, er kann das halt gerne machen, aber das kostet dann halt Geld, da muss er da einen Termin ausmachen. Und dann hat er gesagt, nee, also unter solchen Bedingungen mache ich das nicht. Das heißt, wir ermöglichen dem Landesdatenschutzbeauftragten an dieser Stelle, wenn eine solche Software angeschafft wird, da reinzugucken. Eine Liquid-Feedback-Abstimmung gab es dazu nicht, weil ich davon ausgehe, dass das weitestgehend von unserem Parteiprogramm gedeckt ist und es, wie gesagt, eine aktuelle Problematik auch angeht mit Hinweis auf Peter Schaar. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dem zustimmen würdet. Gut, gibt es dazu Wortmeldung? Alexander, bitte. Ja, ich habe mir diesen Antrag im Vorfeld angeguckt, ergänzt um ein paar kleine Punkte und finde den ganz großartig. Bitte um Unterstützung. Vielen Dank. Gibt es sonst noch Beiträge? Das sehe ich nicht. Dann stimmen wir darüber ab. Wer ist dafür, diesen Antrag so anzunehmen? Das sind alle dafür, außer Simon Kowalewski, der sich enthält. Und niemand. Okay, gut. Keinen Druck ausüben. Was?
Damit kommen wir nochmal zurück zu dem Antrag von Gerwald. Gab es da inzwischen weitere Informationen, die dort eingebracht wurden? Achso, wir haben eine Redeliste, genau. Simon, wollen wir jetzt warten oder eine Pause machen, bis Gerwald zurück ist? Ja? 10 Minuten? Ja, ist ein bisschen doof, ne? Würde ich sagen, 7 Minuten. Ja, Pause. Bis 27. Gut, der Pause findet danach statt. Genau. Wir begrüßen Heidi Kosche. Bitte. Am besten neben Gerwald Platz nehmen, da ist nämlich ein freier Stuhl. Können wir den Tagesordnungspunkt Pause vertagen? Ich muss noch mal hinweisen, wir streamen ja die Sitzung, also wir sind hier in einer. Ich dachte, hier wäre der Raum voller Kavaliere, mein lieber Mann. Genau, also ist klar, worum es geht, oder soll Gerwald noch mal kurz vorstellen, an welchem Punkt wir sind? Also es geht noch mal darum, um die Normkontrollklage. Die Fraktion fragt mich, wofür exakt die 3.800 Euro plus Mehrwertsteuer, die wir bezahlen sollen, verwendet wird. Also was machen wir damit exakt? Und was blüht uns noch kostentechnisch im Nachfolgenden? Also was kann da noch auf uns zumarschieren? Bitte. Hallo. Ich lasse jetzt gerade noch mal rumgehen, die Veranstaltung des Berliner Wassertisches zu dieser Frage, abstrakte Normenkontrollklage. Und wenn sich da jemand fragt, warum da mein Name steht, dann steht das deswegen da, weil du geantwortet hast, dass du bereit bist, diese Klage zu führen, so sie möglich ist. Mit Abgeordnetenwatch. Und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Danke, dass ihr eure Pause verschoben habt. Ich habe den Vertrag von Professor Ehlers jetzt auch da. Faxe sagte mir eben, ihr wollt vor allen Dingen noch mal wissen, was kommt als Nachkosten. Der Vertrag, der mir jetzt vorliegt, ist über die Höhe, wie Faxe das bei euch eingebracht hat, 10.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Und die Leistung, die er uns dafür bringt, ist, er erstellt ein Gutachten. Daraus können wir ersehen, wie er, ich sage jetzt mal prozesstaktisch, vorgehen will und was er argumentativ schärfen will und in den Vordergrund stellen will. Das kriegen wir als Entwurf. Da können auch nochmal fachkundige Menschen bei euch drauf gucken. Und dann wird aus diesem Gutachten eine Klageschrift entwickelt. Die können wir dann auch nochmal mit ihm beraten. Und dann wird für das Geld auch die Prozessvertretung von ihm vorgenommen und Zwischenberatung, die wir haben, sind, und auch Reisekosten ist alles selbstverständlich damit abgegolten. Das heißt, wenn also diese 10.000 Euro plus Mehrwertsteuer von uns ihm unterschrieben werden, ist alles abgegolten, was er leisten muss bis zum Urteil des Verfassungsgerichts. Gut, jetzt haben wir eine Redeliste von vorhin, die wir wieder aktivieren wollen. Da steht jetzt drauf Simon, ich glaube Simon Kowalewski war das. Ich lese mal kurz vor, Heiko, Gerwald und dann Martin jetzt neu draufgekommen. Bitte. Ja, jetzt noch mal kurz zu der Debatte, ob eine Fraktion so eine Normkontrollklage für ihre Abgeordneten sozusagen übernehmen kann. Ja, die Fraktion als Interessensvertretung kann das auch. Vielleicht kann Heidi uns auch noch mal sagen, wie das bei den Grünen gesehen wird, denn ihr habt diese Diskussion ja bestimmt auch schon jahrzehntelang wahrscheinlich geführt. Ich meinte jetzt im Allgemeinen. Also ich finde es sogar irgendwie immer schwierig, wenn
Ich meine, ich habe ja beim letzten Mal auch gesagt, ich würde das auch selber bezahlen, aber ich fände es natürlich auch irgendwie schöner, wenn die Fraktion das macht, weil sie genau für diesen Zweck und unter anderem eben auch Gelder bekommt. Ja, wenn... Gerne eine Antwort direkt. Ich würde gerne gleich antworten. Also wir Grünen haben schon einige abstrakte Normkontrollklagen Normkontrollklagen gemacht. Wir machen das immer als Fraktion, auch wenn einige sich vielleicht in diesem Beschlussprozess enthalten oder es ein bisschen anders sehen. Wenn wir die Mehrheit haben, machen wir das als Fraktion, weil wir davon ausgehen, dass das eine größere Schlagkraft hat, wenn die ganze Fraktion auch dahinter steht. Und das beinhaltet für uns auch immer, dass wir eine ganz intensive und zeitnahe Beratung und Information auch machen. Also wenn das läuft, dann werden immer alle informiert, damit die Menschen, auch wenn sie unterwegs sind, draußen an Ständen oder zur Veranstaltung immer Bescheid sagen können. Und wir haben jetzt auch hier in diesem Falle die formale Beschlussfassung schon gefasst und damit auch quasi die Möglichkeit, vor Gericht zu gehen, eröffnet. Also wir haben sogar in diesem Falle einstimmig abgestimmt, also waren alle dafür. Ich sage auch mal ganz ehrlich, wir hatten das schon unheimlich lange vor, aber das ist sehr arbeitsaufwendig, dieses Ding hinzukriegen. Und ich habe es jetzt im Sommer geschafft und freue mich auch, dass ich es jetzt endlich geschafft hätte. Eigentlich hätte ich es ganz gerne schon vor ein paar Jahren machen wollen, also weil das ist wirklich ein Ding, wo ich glaube, dass es jetzt Zeit ist, das zu tun. Vielen Dank. Heiko? Gut, Gerwald, willst du noch konkret dazu was sagen oder du kannst ja nachher noch mal was dazu sagen? Gut, dann wäre jetzt Martin dran, danach Daniela und danach Pavel. So, also das ist eine, also zum einen muss ich Simon zustimmen und dann auch wieder nicht, weil die Interessensvertretung zur Einreichung der Klage, so wie die Grünen das machen, kann die Fraktion natürlich übernehmen. Das ist dafür ist es da, als politisches Gremium, Mehrheitsgremium. Aber wir haben das Problem auch schon, wir führen ja im Moment eine Klage vom Verfassungsgerichtshof, eine Organklage. Also wir sind da auch schon ein bisschen firm, was auch das Führen solcher Sachen angeht. Wir haben einen Vermerk unseres Justizariats, der sich auf eine Antwort des Landesrechnungshofes bezüglich der Finanzierung solcher Klagen von Mitgliedern der Fraktion beim Verfassungsgerichtshof äußert und darauf bezieht. Und zwar ist es so, dass durch den, wenig wie bei der Organklage oder genau wie bei der Organklage formulierten Satz, der Antrag, also auf Antrag des Senats oder eines Viertels der Mitglieder des Abgeordnetenhauses und nicht der Fraktion, die Finanzierung, nicht des Gutachtens, und das wollen wir trennen, die Finanzierung der Klage selbst nur nach Meinung des Rechnungshofs nur durch die Mitglieder, durch die einzelnen Personen bewerkstelligen lässt, rechtssicher. Sonst, also das haben wir mal angefragt und haben für die Organklage eine solche Antwort bekommen und es ist das gleiche wie jetzt bei der Normkontrollklage. Das heißt, wir stehen jetzt vor folgendem Problem. Das Geld, was hast du uns eine wunderbare Antwort gegeben, das wollte ich schon vor ein paar Wochen wissen, wofür es genau da ist. Für das Gutachten kann die Fraktion übernehmen, weil das ein Auftrag der Fraktion ist als Interessensvertretung für die Klageführung selbst, also für das Vertreten der Mitglieder der Fraktion, der einzelnen Mitglieder, die dort mitmachen, vor dem Gericht, kann die Fraktion das nicht übernehmen. Zumindest ist das der Stand, den wir im Moment haben. Und das ist auch der Vermerk, der ist im Chat nochmal verlinkt, leider nicht unter dem entsprechenden Ticket, den wir von unserem Justizariat nochmal haben. Insofern würde ich dem auch gerne zustimmen und das mit dem Gutachten finde ich auch super. Nur wenn wir dann in Teufels Küche kommen, was die Klageführung angeht und wir uns vorher auch bei der Organklage dazu entschlossen haben, die Kosten selbst zu übernehmen, dann hätte ich das gerne getrennt. Also auch gerne gewusst, was dann am Ende bei der Klageführung auf mich zukommt, der ja auch den politischen Anspruch hat, das richtig zu machen und dann das selbst zu tragen. Also das geht jetzt an der Stelle schlecht. Gut, vielen Dank. Dann ist dann dran Daniela, danach Pavel, Alexander Spieß, Simon Kowalewski. Ja, Daniela, bitte. Okay, dann nach Daniela. Ja, ich bin jetzt nur irritiert.
dieser oder das Dokument, das bei uns im Redman hochgeladen war, das wir jetzt rausgenommen haben, war das nicht schon das Gutachten? Weil du gesagt hast, wir beschließen jetzt, also es geht um die 10.000 plus Euro, daraus wird ein Gutachten bezahlt und dann die Klageschrift daraus gezogen. Und ich hatte jetzt gedacht, dass das Dokument, was bei uns im Redman war, schon das Gutachten war. Deswegen bin ich jetzt ein wenig irritiert. Ja, Heidi? Danke, dann kann ich die Irritation gleich beenden. Was bei euch im Redman gewesen ist, war eine strategische Erstüberlegung zu dem Prozess überhaupt. Und deswegen war das auch so ungut, dass das öffentlich war, weil man damit natürlich der gegnerischen Partei die Argumente geliefert hat, wenn sie es überhaupt gefunden hat. Davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus, aber wenn sie es gefunden hat, dann ist das blöd gewesen. Das Gutachten selber wird länger und ausführlicher und begründeter sein, und den ersten Entwurf dazu, den bekomme ich in den nächsten Tagen, und dann setzen wir uns dazu in Verbindung. Martin, nochmal zu dir. Dieses Schreiben kenne ich nicht, würde ich gerne lesen, würde ich aber auch dann so nicht stehen lassen und mich bei Frau Klaassen-Beblo selbst nochmal melden, weil wir haben, würde ich jetzt machen, auch nach so einem Schreiben, ne? Und weil wir können dir mehrere Rechnungen zeigen, dass wir das immer anders gemacht haben. Diese Unterteilung, wie das Professor Ehlers jetzt gemacht hat, erst Gutachten, dann ein überarbeitetes Gutachten, dann Klageschrift, die ist auch neu. Die haben wir sonst früher bei Organklagen und auch bei Normenkontrollklagen so nie gehabt. Das heißt, wir haben nie unterschieden zwischen Gutachten, sondern in der Regel haben die Anwälte, mit denen wir gearbeitet haben, einen Entwurf der Klageschrift geschickt. Das heißt, es gab diese Unterscheidung gar nicht. Und wenn das jetzt bei der Organklage so gelaufen ist für die Einzelnen, dann ist das natürlich ein Riesenschnitt in das Portemonnaie rein gewesen für die, die das machen wollten. Aber wenn ich euch einen Rat geben dürfte und es in euren Geldern noch möglich ist, würde ich die Fraktionsgelder nehmen, weil ich finde, die Fraktion ist der Zusammenschluss der einzelnen Abgeordneten, und auch aus dieser Haltung heraus würde ich das auch machen und würde auch dafür einstehen, weil wenn du nämlich in weiterer parlamentarischer Tätigkeit immer erst in dein persönliches Portemonnaie gucken willst, um zu entscheiden, ob du dir dein Recht holst, dann muss ich dir sagen, dann hätte ich in der 16. Legislatur manches nicht getan, was ich dann erfolgreich erstritten habe. Und also ich bin da irgendwie ziemlich oft gewesen bei diesem Gericht, und wenn ich das alles von vornherein, da bin ich auch vielleicht dann ein viel zu geiziger, zu ängstlicher oder sonst was Mensch, wie man dann auch immer sagen muss. Also ich würde dann die Empfehlung geben, lasst es einmal so oder guckt, wie ihr es vielleicht heilen könnt, aber macht es in Zukunft so, dass ihr das alle aus den Geldern nehmt. Und diese Trennung zwischen Gutachten und Klageschrift selber oder so, die würde ich anzweifeln. Da würde ich nochmal dahinter haken und sagen, das kann, wir können auch, ich weiß gar nicht, wem das von euch angeboten worden ist, wir haben ja die alten Rechnungen noch und die alten Dinge, die wir getan haben, die könnten wir auch vorlegen. Da hat es nie eine Beanstandung des Landesrechnungshofs gegeben. Und niemals irgendwie so ein... Gut. So, danke. Pavel ist jetzt dran, danach Alexander Spieß. So, ich würde auch jetzt erstmal bezweifeln. Es ist jetzt schade, dass Martin jetzt rausgeht, weil das ist gut. Weil ich, also erstmal würde ich bezweifeln, dass das wirklich direkt 1:1 vergleichbar ist. Das ist Punkt 1. Zweitens ist der Landesrechnungshof auch nicht Gott, so dessen Urteil irgendwie einfach hinzunehmen ist. Und drittens, also wenn man jetzt auf den Zweck des Ganzen abhebt, bei der Organklage für die Rechte des einzelnen Abgeordneten, glaube ich, da sehe ich das tatsächlich so. Aber hier geht es tatsächlich um Rechteverletzungen von, ich sag mal, abstrakten
Parlamentariern und ich denke, das ist halt auch wirklich vor allem im Sinne einfach der Stadt. In dem Fall nämlich, dass die Klage positiv ausgeht, hat das potenziell sehr positive Auswirkungen für die Kasse von Berlin so. Und wenn, ich sag mal, dafür Fraktionsgelder nicht eingesetzt werden können, dann würde ich sagen, dann würde ich auch gewisse Zweifel an dem Rechnungshof an sich erheben wollen. Ja. Also der, wie gesagt, wir beide können es nicht entscheiden. Wir haben einen eingestellten Justiziar, der uns einen Vermerk geschrieben hat, wo er genau diese Argumentation, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, führt. Die Fraktion kann sich natürlich dagegen entscheiden. Dann möchte ich aber auch eine klare Begründung, warum wir das bei der Organklage nicht so gemacht haben. Das, was du gerade gesagt hast, würde ich da auch gelten lassen. Der Vermerk ist zu finden und da ist auch das Schreiben des Rechnungshofs nochmal drin verlinkt. Da kann auch Heidi nochmal drauf gucken. Ich bin mit beiden zufrieden. Ich muss nur wissen, was es mich kostet. Das ist mein einziger Wunsch. So, und jetzt muss ich kurz wirklich raus. Ganz kurz ein Satz dazu. Wir haben ja auch bei der Organklage differenziert, abhängig vom Klagezweck. Nur, gut, jetzt würde ich... Ich versuche eine Antwort auch für Martin, ne? Wenn er sagt, was kostet mich das? Ihr habt ja mit uns Moment, aus... ich würde tatsächlich gerne noch als Zweiten sozusagen den Alexander Spieß dran nehmen und danach nochmal die Möglichkeit zur Reaktion geben. Ja, das also hat Pavel eigentlich gesagt, wir haben hier ganz klar bei unserer Organklage gesagt, es gibt Teile, die kann die Fraktion nicht übernehmen, weil es die Rechte der Einzelabgeordneten betrifft. Und es gibt Teile, die kann die Fraktion übernehmen, weil es eben Fraktion insgesamt betrifft. Also die Fraktion insgesamt kann nicht entscheiden, für die Rechte der Einzelabgeordneten zu klagen, weil die bekommen ja ihr Geld auch dafür, für ihre Arbeit. Und wir haben dann so diskutiert, naja, wenn das solche Teile sind und solche Teile sind, dass wir möglicherweise die ganze Klage als Einzelabgeordnete tragen. Aber ich möchte noch mal an diese Diskussion erinnern. Es war tatsächlich nicht so, dass auch dieser Vermerk pauschal so ausgelegt worden ist, dass überhaupt gar keine Organklage von der Fraktion getragen werden kann. Also im Übrigen, ich glaube, weiß jetzt nicht, Abgeordnetenwatch, sagtest du, ich habe da auch mal irgendwann geantwortet, dass ich bereit zur Klage bin, natürlich. Und würde das dann entsprechend auch unterstützen. Gut, vielen Dank. Dann jetzt Heidi. Ich verstehe jetzt erst richtig eure Diskussion, wo du jetzt nochmal das aufgemacht hast. Jetzt wird es mir, glaube ich, richtig klar. Also es gibt ja nach unserer Verfassung verschiedene Rechte, genau wie du es jetzt gesagt hast. Einmal das Recht der Fraktion oder des Ausschusses und so weiter und der Einzelnen. Und ich habe auch als Einzelperson Klage geführt. Da gab es auch ein Gutachten bzw. eine mündliche Voraussage, eine Klageschrift. Und das hat auch meine Fraktion komplett bezahlt. Da habe ich vorher beantragt und habe gesagt, hier, ich will Einsichtsrecht in alle Unterlagen der Wasserteilprivatisierung beantragen. Und das habe ich erfolgreich geführt und das hat meine Fraktion selbstverständlich bezahlt. Also auch da gilt das, was ich eben gesagt hätte, ob ich das gemacht hätte, wenn ich nicht. Und ich hatte nämlich dann noch das Pech, dass dann das Gericht diese ganzen 180 Aktenordner in 13 Unterteilungen gemacht hätte. Und wenn ich das hätte bezahlen müssen, ich kann euch irgendwie sagen, dann wäre mir einiges auf Grundeis gegangen. Und dass da meine Fraktion hinter mir stand und gesagt hat, kämpft das weiter durch, wir stehen da mit dem Geld und allem, das hat mich schon sehr beruhigt und hinterher haben wir gar nichts bezahlt, weil wir alles gewonnen haben. Also das, jetzt verstehe ich erst den Unterschied richtig. Entschuldigt bitte, das ist mir jetzt erst richtig deutlich geworden durch deinen Beitrag. Und dann, wenn ihr es anders machen wolltet, als ich euch jetzt empfohlen habe, dann ist es so, auf Martins Frage, ihr habt mit uns ausgehandelt, dass ihr 3.800 plus Märchensteuer und wir den Rest zu zahlen haben. Und dann ist das natürlich so, dass dann das gilt. Dann durch die das dann bezahlen müssen, wenn ihr anders beschließt, dann ist es das und nichts weiter. Da kommt dann nichts dazu. Und wenn irgendwas sich ergeben sollte, dann müssen wir völlig neu in die Beantragungsphase gehen, bei uns genauso wie überall. Also das ist jetzt Endpreis, 10.000 plus Märchensteuer und euer Anteil sind 3,8 plus Märchensteuer. Vielen Dank für die Klarstellung. Ich denke, das hilft tatsächlich vielen nochmal weiter. Simon. Ja, ist natürlich blöd, dass Martin nicht da ist, weil ich mich ja eigentlich direkt auf ihn beziehen wollte.
eine Organklage und eine abstrakte Normenkontrollklage sind einfach völlig unterschiedliche Dinge. Und wir hatten damals ja, auch nach langer Diskussion bei der Organklage, Heidi, du warst nicht dabei, gesagt, dass es natürlich, weil wir da als einzelne Abgeordnete für die Rechte auch der einzelnen Abgeordneten und nur die Organklage kann man natürlich für sich selber machen, sozusagen unternommen haben, dass wir da dann eben gesagt haben, ja, wir machen das selber, wir zahlen das auch selber, zumindest den Teil, wo es um die Rechte der einzelnen Abgeordneten ging, wo es um die Rechte der kleinen Fraktion ging, hat den Teil sozusagen dieser Klageschrift die Fraktion bezahlt, weil es ja um die Rechte der Fraktion ging. Schön, dass Martin jetzt wieder da ist, denn eine Normenkontrollklage ist was völlig anderes. Da kämpft niemand für seine eigenen Rechte, sondern es ist sozusagen die Überprüfung durch ein Gericht von einem Gesetz. Das ist also politische Arbeit im allerursprünglichsten Sinne. Deswegen kann man diese beiden Sachen zumindest von dieser moralischen Verpflichtung, sozusagen, wer das zu bezahlen hat, überhaupt nicht in einen Topf werfen. Gut, vielen Dank. Da gibt es jetzt keine weiteren Wortmeldungen, deswegen, gut, Heidi nochmal, bitte. Simon, ich bin jetzt keine Juristin und ich brauche auch immer meine Juristen an meiner Seite und sowas aus. Aber die haben mir beigebracht, sag immer, bei der Norm geht es um die Norm, die quasi das Abgeordnete, was das Parlament betrifft, gegenüber einer anderen Norm. Und bei dem Organ auch. Bei der Organklage sagt mir Dirk immer, Heidi, musst du sagen, da klagt das Organ Parlament gegen das Organ, das dieses Recht verletzt hat. Also so weiß ich es nur. Und aber wir können Dirk da dazu nochmal befragen. Also in diesem Falle ist es aber doch eine abstrakte Normenkontrollklage. Da geht es um ein Gesetz, so wie du ausgeführt hast. Und ich glaube, da sind wir dann an der Stelle, glaube ich, auch einer Meinung, Simon, oder? Ja. Okay. Gut. Dann würde ich das einfach nochmal auf den Beschluss oder auf den Antrag von Martin, du willst noch was sagen, bitte. Da es ja den Eindruck macht, dass meine Stimme hier mehr zählt als die ganzen anderen und alle hier irgendwie versuchen, mich zu überzeugen, also verstehe ich ganz ehrlich nicht, ne? Ist ja ganz super. Also ich kann ja dem Argument auch was abgewinnen, dass das dass der inhaltliche Zweck, was anderes ist bei der Organklage, die wir geführt haben, übrigens sind die Abgeordneten einzeln auch Organe im Sinne der Verfassung, deswegen ist die Organklage auch von einzelnen Abgeordneten führbar. Und das ist bei der abstrakten Normenkontrollklage etwas anderes, das kann ich verstehen. Wenn die Fraktion sich entscheidet, sie übernimmt das mehrheitlich, bin ich voll zufrieden. Wenn die Fraktion sich entscheidet, dem Vermerk unseres Justiziariats zu folgen und es nicht so macht, dann war mein einziger Wunsch, dass ich genau weiß, wie viel Geld ich dann bezahle. Weil ich bin auch gewillt, diesem Zettel hier zu folgen. Ich brauche den auch nicht, wir haben den schon ein paar Mal auf dem Tisch gehabt, immer um so ein bisschen Druck zu erzeugen, finde ich auch nicht unbedingt besonders gut, aber weiß ich auch selbst, was ich mal unterschrieben habe. Also das ist die einzige Bitte. Insofern, wenn jetzt die Fraktion entscheidet, wir tragen das alles, 4.255 Euro inklusive 19% Mehrwertsteuer, bin ich sofort völlig zufrieden. Dann habe ich mal eine klare Aussage, was da drin alles enthalten ist. Gehe ich auch davon aus, dass die Geschäftsstelle die Rechnung und das Angebot entsprechend bekommt, um das alles belegen zu können, dann habe ich gar kein Problem. Wenn das nicht so ist, dann müssen wir nochmal drüber reden, wie wir das eventuell trennen. Das war mein einziger Einwand. Gut, dann möchte ich einen konkreten Vorschlag jetzt zu dem Antrag von Gerwald nochmal kurz vorschlagen, und zwar, dass wir da ein Preisschild dran kleben, nämlich genau diese 3.800 Euro. Plus Steuer, die hier genannt wurden, und dieses Preisschild dann sozusagen auf die Fraktionskasse zukommen würde, und würde das sozusagen in dieser Konstellation dann zur Abstimmung erstmal stellen. Und wenn das sozusagen nicht die Zustimmung findet, dann könnte man ja eben noch den zweiten Antrag machen mit den einzelnen Abgeordneten oder dann halt ein Meinungsbild oder halt gucken, ob man da dann weiterkommt. Jetzt hat aber der Gerwald auch noch einen Beitrag, bitte. Ich würde unabhängig von dem Geld, was wir jetzt festgestellt haben, wofür das ist und wie viel das ist, auch noch mal rein formell ausgeklammert weitere Folgekosten, dass wir den Grünen ihren Antrag zumindest zustimmend im Parlament und wo auch sonst abgestimmt wird, folgen, also diesen formellen
Abstimmungsbeschluss hätte ich schon. Wie gesagt, ganz bewusst ausgeklammert weitere Folgekosten, die man ja dann wieder separat aushandeln muss. Aber die 3.800, die haben wir jetzt ja geklärt, wofür das gedacht ist und wofür die fällig sind. Und da kommt auch nichts mehr dazu. Also würde ich darum bitten, dass das auch geschieht. Also für mich ergibt das die Logik. Insofern bin ich da ein bisschen irritiert jetzt, was du konkret tatsächlich meinst. Weil wenn wir sagen, wir wollen sogar dafür Geld ausgeben und dann sagen wir aber, nee, damit haben wir nichts zu tun. Also das passt für mich da nicht zusammen. Insofern, das würde ich als tatsächlich eine Einheit betrachten und dem stimmen wir dann natürlich dann auch zu, wenn es dazu weitere Entscheidungen auch im Parlament oder ähnlichem anstehen. Ich gehe ja davon aus, dass da die Abstimmung einfach auch genauso weiterhin läuft wie bisher und dann sehe ich da auch keine Gefahren. Im Übrigen kann man natürlich nicht für jegliches und alles, was irgendwann mal vielleicht in der Zukunft kommt, jetzt schon sozusagen einen Vorratsbeschluss machen, wir machen alles mit oder so. Also, aber grundsätzlich geht das natürlich in die richtige Richtung. Ich glaube, da gibt es auch keine Vorbehalte jetzt. Insofern würde ich jetzt dann einfach, wie eben vorgeschlagen, zu der Abstimmung kommen, in Verbindung eben mit dem Preisschild 3.800 Euro für die Fraktion plus Steuer. Und Frage, wer stimmt diesem Antrag so zu? Das sind also alle Anwesenden mit einer Enthaltung von Heiko. Dann bedanke ich mich für den Besuch. Ja, gerne. Meine Frage, an wen wende ich mich jetzt mit diesen vertraglichen Sachen? Am besten an Daniela Scherler, okay. Geschäftsstelle@piratenfraktion-berlin.de. Oder. Ich danke euch und ich danke euch, dass wir das Anrufe zusammen besprechen konnten. Ja. Und ich drücke uns ganz doll die Daumen, dass wir das hinkriegen, weil ich glaube, das wird eine richtig gute Sache, dann das Betriebegesetz aufzufetzen. Vielen Dank für die Bereitschaft, uns hier auf die Sprünge zu helfen. Martin will aber auch noch. Mir fällt noch was ein. Heidi, da wir das ja im Vorfeld hatten mit der Veröffentlichung und so, kannst du bitte dafür sorgen, dass ganz klar ist, wann wir etwas nur intern und so rausgeben? Weil bei uns ist es halt normalerweise googelbar, weißt du ja. Und dann, ja. Gut, vielen Dank. Tschüss. Dann machen wir jetzt die Pause und zwar 12 Minuten bis 17 Uhr. Danach geht es dann, glaube ich, ja, bis dahin. Tschüss.
So, herzlich willkommen zurück. Ich bitte um Ruhe. Heiko, machst du die Tür zu? Heiko Herberg, Sie werden gerufen. Bitte schließen Sie die Türen. Wir machen weiter. Wir haben schon... Wir sind in Verzug. Herzlich willkommen zurück. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, Vorbereitung Plenum. Und ich glaube, Heiko hat dazu was zu sagen. Habe ich? Bitteschön. Welche Zeile? Achso, das ist Zeile 491, genau. Also die mündlichen Anfragen haben wir schon. Abwicklung so. Machen wir mal, genau, Tagesordnung, fangen wir mal an. Also, vor Eintritt in die Tagesordnung gibt es eine Vereidigung. Und zwar bekommen wir eine neue Senatorin. Die hat sich letzte Woche ja schon bei uns vorgestellt und sie hat es anscheinend geschafft, die Leute zu überzeugen. Und ich muss einen Zwischenruf loswerden. Die wurde also nach ihrer Vorstellung bei uns als zukünftige Senatorin, wurde sie dann tatsächlich auch auf dem kleinen Parteitag der CDU gewählt. Genau. Also nur, weil sie sich bei uns vorgestellt hat und wir der CDU gesagt haben, ja, ihr dürft sie nehmen, ist jetzt dabei. Egal. Ja, natürlich. Ich habe im Namen der Fraktion einen netten Brief geschrieben. Was denkt ihr denn? Was? Davon weiß ich. Ja, tut mir leid. So, die mündlichen Anfragen haben wir schon. Dann spontane Fragestunde. Wer möchte denn morgen gerne eine spontane Frage stellen? Meine ich ja. Okay, morgen ist der Hauptausschuss. Tut mir leid. Wir haben zwei Meldungen. Einmal den Christopher und einmal den Oliver. Das Problem ist, dass wir immer noch kein System haben, wie wir das jetzt klären am besten eigentlich. Klären das untereinander. Ja, klär das untereinander und gib mir Bescheid. Das ist am einfachsten. Fertig. Next. Weil sonst gibt es ja keinen anderen. Next. Gut, dann haben wir, gehen wir weiter. Und zwar sind wir dann bei der Aktuellen Stunde. Wir haben 4 Aktuelle Stunden zum NSU gehabt und wir haben unsere gehabt zu Liegenschaftspolitik. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir alle gemeinsam NSU-Komplex aufklären. Das ist der von SPD und CDU gewesen, nehmen. Die Grünen waren damit nicht ganz einverstanden, weil es ihnen zu lasch klang. Nachdem ich dann vorgeschlagen habe, okay, man kann ja NSU-Komplex vollständig aufklären, waren sie dann davon überzeugt, dass man das machen kann. Die CDU, ja, brutal. Genau, die CDU war daraufhin, als es vollständig kam, okay, wenn es unbedingt sein muss, dann machen wir das so, weil eigentlich reicht ja aufklären schon, aber vollständig aufklären ist jetzt doch besser. Es wird deswegen keine Begründung am Anfang geben, sondern wir nehmen das als Aktuelle Stunde. So, dann die Prioritäten. Wir haben Priorität der Piratenfraktion, unsere ist als erstes, das müssen wir jetzt eine von uns nehmen. Wir haben zur Auswahl alles auf der Tagesordnung, wir hätten Anträge und zwar anonymisierte Bewerbung von uns, wir haben gesellschaftsvertragliche Verschwiegenheitspflichten von Aufsichtsratsmitgliedern und wir haben Bundesratsinitiative zur ersatzlosen Streichung des Paragraphen 265a Absatz 1 Alternative 3 Strafgesetzbuch StGB. Zum Hinweis, damit ihr wisst, wie mit unseren unsere Anträge derzeit anonymisierte Bewerbung sowie gesellschaftsvertragliche Verschwiegenheitspflichten, die derzeit Top 17 und 18 sind, sind die ersten Anträge, die drauf sind. Und nur zum Hinweis, auch die große Anfrage der SPD und der CDU ist vertagt worden. Schule, Schulpflicht ist auch den Ferien vertagt worden. Weswegen unsere Anträge Nummer 17 und 18 noch zu humanen Zeiten rankommen werden, weswegen es vielleicht sinnvoll ist, einen Antrag zu nehmen, der noch weiter hinten auf der Tagesordnung ist, also der wirklich so spät hinten drauf ist. 25. Also 26 sogar, also quasi ganz hinten. Also das ist der letzte Antrag, der derzeit beraten wird, weil der 27 nicht beraten wird. Dementsprechend bietet es sich an, diesen zu nehmen. Ich würde vorschlagen, wir machen Approval Voting zwischen unseren drei Anträgen. Ja, du meinst den gemeinsamen Antrag Jugend- und Kulturprojekt Kirche von unten KVU erhalten und Standort sichern. Okay, gut, den habe ich
erstmal aus der Liste raus, weil es ein gemeinsamer ist. Okay, den nehmen wir dann auch gerne mit auf. Hat sonst noch jemand einen, den er haben möchte, dass er auch darüber abgestimmt wird? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir jetzt 4 Anträge. Ich würde vorschlagen, wir machen Approval Voting. Ihr könnt wieder jedem Antrag... Okay, Christopher hat erst was davor, oder? Olli und ich haben sich auf mich geeinigt. Ah, okay. Gut. ja, können wir noch eine... möchtet ihr vorher noch Redebeiträge zu den Anträgen haben, um irgendwelche Leute zu überzeugen, oder was ist das alles für ein Spieß? Ja. Okay, Herr Spieß möchte euch überzeugen. Ich würde nur gerade sagen, also ich würde eben auch dringend diese Bundesratsinitiative empfehlen, weil die natürlich zur Hauptsendezeit unser Wahlprogramm am ehesten präsentiert. Ja. Vielen Dank für den Hinweis. Wir kommen zu einem Approval Voting, und zwar Nummer 1. Wer ist für anonymisierte Bewerbung? Der hebe jetzt sein Bimmelchen. Damit ist der Antrag von Simon Kowalewski auf Platz 17 gelandet. Gesellschaftsvertragliche Verschwiegenheitspflichten von Aufsichtsratsmitgliedern. Das hat 2 Bämmelchen. Nein, du nicht? Ich melde mich nicht. 1, 2, 3. Das ist nicht mein Antrag. So, dann haben wir Nummer 25, Jugend- und Kulturprojekt Kirche von unten, KVU. Das ist der gemeinsame Antrag aller Oppositionsfraktionen. Da haben wir 2 Bämmelchen. Und dann haben wir 26, Bundesratsinitiative. Ich gehe mal davon aus. Ja, das Meinungsbild ist sehr eindeutig. Das war so überzeugend. Genau, dann hat Top 26, Bundesratsinitiative zur ersatzlosen Streichung des Paragraphen 265a, ist unsere Priorität. Eine Priorität... Der SPD ist bisher noch nicht bekannt, ebenso von der CDU, die wissen noch nicht genau, was sie nehmen wollen, wird sich noch klären, morgen dann. Dann haben wir die Priorität der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, das ist der Tagesordnungspunkt 23, das ist Sachstandsbericht Umsetzung der flankierenden Maßnahmen zur A100. Und von der Fraktion Die Linke ist es der Top 7, das ist die erste Lesung des Gesetzes, obligatorischer Volksentscheid bei Privatisierungsvorhaben. So, damit haben wir die Prioritäten durch. Ganz kurz. Bei der aktuellen Stunde bräuchten wir jemanden für die Beratung. Ah, okay, gut, danke. Ich wurde gerade daraufhin aufmerksam gemacht, dass wir für die aktuelle Stunde ja noch gar keinen Redner haben. Das Thema ist NSU. Komplex vollständig aufklären. Ich soll auch nochmal in aller Öffentlichkeit von einem gewissen Benedikt Lukz an einen gewissen Christopher Lauer ausrichten, dass er den Redebeitrag von Herrn Lauer in der letzten Innenausschusssitzung sehr, 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 sehr gut fand. Das würde er natürlich niemals direkt sagen, aber über direkte Wege soll ich es Ihnen ausrichten. Sein höchstes Kompliment an der Stelle. Schleimer. Okay, gut. Ich habe eine Meldung von Christopher. Möchte sonst noch jemand zu diesem Tagesordnungspunkt, also zur aktuellen Stunde reden? Also ich hätte angefangen, noch was zu sagen. Okay, Oliver auch. Wollt ihr beide begründen? Oder wollt ihr euch das teilen? Nein, nein, ich meine nicht begründen. Ich meine, wollt ihr begründen, warum ihr reden möchtet? Oder einigt ihr euch auf 5 Minuten oder 7:3 oder kriegt ihr das untereinander hin? Der Herr Lauer und der Herr Höfinghoff reden ganz intransparent miteinander. Nein, nein, ich will bloß eine Antwort von euch haben, damit ich weitermachen kann. Gut, also wenn Olli darauf besteht, nee, also dann hätte ich gerne irgendwie, nee, also ich würde tatsächlich gerne 10 Minuten dazu reden, weil die wir machen jetzt kein Geschachere, wir stimmen dann einfach ab. Aber ja, genau. Und dann überlegen wir uns nochmal, wer welche Position in der Fraktion einnimmt. Und, nein, das war jetzt ein schlechter Witz mit Bezug auf unsere Sitzung in Potsdam vor ein paar Monaten. Ich würde halt gerne dazu 10 Minuten reden, weil es mir darum geht, nochmal diese...
gesamte Verwirrung, die seit dem letzten Plenum stattfand, also seit 2 Wochen, dezidiert darzulegen. Und mir geht es auch nicht um eine Polemik oder sonst irgendwas, sondern es geht mir darum, ganz ruhig zu zeigen, dass Herr Henkel seit 14 Tagen nur lügt und sich die Argumente so hinlegt, wie er es gerade braucht, um zu erklären, warum er den Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages nicht mit Informationen versorgt hat. Das ist eine Sache, für die man oder für die ich dann tatsächlich 10 Minuten bräuchte. So. Ich bin gespannt auf deinen Redebeitrag und ziehe dann damit zurück. Gut, sehr schön. Das heißt, wir haben derzeit einen. Martin, du möchtest nicht, wolltest jetzt nicht nochmal weiterreden. Gut, wir haben Christopher als Redner an der Stelle für die Aktuelle Stunde. Super, dann gehen wir weiter und kommen, haben die Prioritäten auch gerade durch. Das heißt, wir kommen zu Tagesordnungspunkt 5. Das ist der gemeinsame Antrag aller Fraktionen zur Gesetz über den Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im Land Berlin. Das ist ohne Beratung und wird direkt überwiesen. Das ist die erste Lesung. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 6. Das ist, sind 3 Anträge der Fraktion Die Linke, A, B und C, und zwar Berlin Wasser 1, 2 und 3. Es geht alles um die Abwasserpreise, also Wasser- und Abwasserpreise, beziehungsweise ob man die Wasserbetriebe als kommunale Unternehmen wieder reinbekommt. Und es soll alles beraten werden. Wer möchte zu diesem Tagesordnungspunkt gerne reden? Ich sehe eine Wortmeldung von Gerwald. Möchte sonst noch jemand reden? Ich sehe keine Wortmeldung. Damit redet Gerwald zu Punkt 6, Berlin Wasser 1, 2 und 3. Dann kommen wir zum 7. Tagesordnungspunkt. Das ist die Priorität der Linken, und zwar obligatorischer Volksentscheid bei Privatisierungsvorhaben. Zurück. Wo bin ich denn in der Tagesordnung? Da oben. Wer möchte dazu von uns reden? Ich sehe eine Wortmeldung von Simon Weiß. Oder möchtest du erstmal dazu reden? Okay, gut, dann. Ich muss nicht, aber ich kann auch, also wenn es Interesse gibt. Okay, hat jemand Interesse daran, Simons Expertenmeinung zu hören, oder wollen wir ihn als Redner einsetzen? Gut, Simon darf zu diesem Thema reden. Dann haben wir einen neuen Tagesordnungspunkt. Pavel möchte noch kurz dazu was sagen, ja? Ich würde dann vielleicht noch gerne hören, wie du das siehst, was du so ungefähr zu dem Antrag sagen wolltest. Also ich würde mich im Wesentlichen für diesen Antrag aussprechen, weil ich ihn auch... Also um noch mal kurz zu erklären, worum es geht, also der Name sagt es eigentlich schon, es geht um eine Verfassungsänderung, um Volksentscheide obligatorisch zu machen bei der Privatisierung öffentlicher Unternehmen, die auch bestimmte öffentliche Infrastrukturaufgaben wahrnehmen, wobei der Begriff Privatisierung relativ weit gefasst ist. Und beinhaltet darin, was allerdings auch relativ logisch ist, auch eine Veröffentlichungspflicht für die entsprechenden Verkaufsverträge, über die dann abgestimmt wird. Ich persönlich halte das für eine sehr sinnvolle Sache und sehe das auch, sagen wir zumindest mal, indirekt durch unser Parteiprogramm gedeckt. Gut, dann würde ich eine Wortmeldung aus dem Publikum zulassen, am besten neben Gerwald da vorne setzen an den freien Platz. Wolfgang Riebel vom Berliner Wassertisch. Ich kenne dieses Papier, wir haben da auch kurz mal drüber in Taten gesprochen. Und was da unseres Erachtens fehlt, ist, das sind ja bestimmte Bereiche, für die das gelten soll, dieses obligatorische Volksbegehren. Und eine Sache wäre Krankenhäuser, Gesundheitsvorsorge, das fehlt da unseres Erachtens. Ja, das wollte ich nur bemerken. Danke. Okay, danke für den Hinweis. Das sind auch Sachen, die können wir dann auch in den Ausschussberatungen gerne noch irgendwie mit einbringen und so. Danke. Okay, danke. Das heißt, Simon redet an dem Punkt und wir machen weiter in der Tagesordnung. Neu haben wir jetzt nach dem Punkt 7 den Punkt 7a. Das ist
Die erste Lesung des Gesetzes zur Errichtung eines gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a des 5. Buches Sozialgesetzbuch. Das haben wir als Tischvorlage heute reinbekommen. Bisher ist ein Beratungsvorbehalt angemeldet, weil wir halt nicht wissen, worum es da geht. Und ich selber auch nicht bis jetzt zwischen dem Ältestenrat und jetzt lesen konnte. Ich würde diesen Tagesordnungspunkt noch kurz nach hinten schieben und weitermachen. In der Zeit können sich jetzt zum Beispiel Herr Spieß das mal kurz angucken, ob das irgendwas ist, was man definitiv... Versorgungsstrukturgesetz geht an Herrn Kowalewski. Okay, dann kann man das ja an den Kowalewski rübergeben und ich mache erstmal weiter mit den Tagesordnungspunkten. Und zwar kommen wir dann zu den großen Anfragen. Tagesordnungspunkt 8 war ja schon bekannt, Illegalisierte in Berlin von den Grünen, der wird vertagt auf Wunsch des Senats. Und Tagesordnungspunkt 9, die große Anfrage der Fraktion SPD und der CDU zum Thema Durchsetzung der Schulpflicht, ist auf Wunsch der SPD und der CDU vertagt worden. So, dann kommen wir zu den Beschlussempfehlungen. Und da geht es los, Tagesordnungspunkt 10, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Sport. Es ist A, B und C, das sind alles Anträge, Entschuldigung. Danke. Das sind alles Anträge der Fraktion Die Linke, und zwar Frauen- und Mädchenfußball stärken 1, 2 sowie 3. Ist jetzt in der zweiten Lesung jetzt auch endlich komplett durch. Wir haben uns da in den Ausschüssen und so sehr lange und sehr intensiv darüber unterhalten. Und die Linken möchten zu diesem Tagesordnungspunkt auch beraten. Gibt es freiwillige Meldungen? Bisher stand er auf der Konsensliste. Nein, die Linken haben jetzt Beratung angemeldet. Die sportpolitischen Sprecher haben sich ausdrücklich innerhalb der Fraktion dafür eingesetzt, dass man das auch öffentlich berät. Gut, der Herr interne sportpolitische Sprecher möchte dazu was sagen. Externe. Naja, laut Haus bin ich der Sprecher. Ja, das ist intern. Okay, gut. Machen wir weiter. Notiert ist es, dass Andreas wird dazu reden. Dann haben wir Tagesordnungspunkt 11. Das ist der Antrag der Grünen, Kieferngrund abrüsten, Jugendarrest ohne Mauern. Gibt es ebenfalls Beratung? Wer möchte dazu von uns reden? Ich möchte nicht, aber ich muss ja. Unser rechtspolitischer Sprecher möchte über diesen Antrag reden. Gut. Das heißt, du darfst morgen eine ganze Menge reden. Yay. Meine ich, es tut mir leid, ich bin... So, Simon wird zum Tagesordnungspunkt 11 reden. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12. Das ist der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. S-Bahn, Zeit zum Handeln, Gutachten veröffentlichen, Teilausschreibung voranbringen, landeseigenen Fuhrpark aufbauen. Da sehe ich gerade, hat sich Gerwald Klaus Brunner schon als Redner eingetragen. Gibt es sonst noch jemanden, der dazu gerne reden möchte? Ich sehe niemanden, dann darf Gerwald Klaus Brunner dazu reden. Wir haben Top 13, Antrag der Fraktion Bündnis 90, ach Quatsch, SPD-Fraktion und CDU. Die Beschlussempfehlung zu Berlin zum Mitmachen. Da wird in dem Antrag, also in der Beschlussempfehlung, soll die Frist, bis zu der berichtet wird, noch geändert werden. Der Senat hat vorgeschlagen, das auf Ende April reinzuschreiben. Die CDU und die SPD sind da anderer Meinung und wollen 31.12. reinschreiben und dem Senat nicht ganz so viel Zeit lassen. Das heißt, dann 31.12. gehen wir mal davon aus, dass Sie das so mit einer Änderung dann noch reinschreiben wollen. Wird ebenfalls beraten. Wer möchte dazu reden? Ich sehe eine Wortmeldung von Wolfram Priest. Das würde ich machen. Okay, sonst noch jemand? Ja, Pavel? Ich würde gerne den vorherigen Tagesordnungspunkt nochmal aufmachen. Das war ein GO-Antrag. War ein GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung? Genau, um nochmal kurz über den Tagesordnungspunkt davor zu reden, wegen des unterschiedlichen Abstimmungsergebnisses in den Fachausschüssen würde ich gerne nochmal eine Abstimmungsempfehlung bekommen, von wem auch immer, für diesen Tagesordnungspunkt. Okay, gut, dann machen wir mal kurz Bällchen heben. Blau ist dafür, dass wir das... Okay, gibt es keine Gegenrede, dann machen wir das einfach so. Gut, wir machen 12 nochmal auf. So, wir haben in den Fachausschüssen folgende Abstimmungsverhalten gehabt. Und zwar zu dem Antrag der Grünen, Zeit zum Handeln, Gutachten veröffentlichen, Teilausschreibung vorbereiten, landeseigenen Fuhrpark aufbauen, haben wir im Fachausschuss, und das ist der Ausschuss Bauen, Wohnen und Verkehr,
wurde dieser Antrag mehrheitlich gegen Grüne und Piraten abgelehnt. Das heißt, wir haben in diesem Ausschuss dafür gestimmt. Die Linken, die SPD und die CDU haben dagegen gestimmt. Und im Hauptausschuss haben die Grünen dafür gestimmt, die Piraten haben sich enthalten und die anderen haben dagegen gestimmt. So, und du möchtest jetzt wahrscheinlich wissen, warum im Bauausschuss dafür gestimmt wurde und im Hauptausschuss wir uns an der Stelle enthalten haben. Genau, ja. Gut, dann würde ich gerne Wolfram es vorlassen und der ja federführende Ausschuss uns zu sagen, warum er dafür gestimmt hat. Ja, das ist ja mittlerweile auch schon eine Weile her. Im Grunde ist es ja auch schon von den aktuellen Entwicklungen eigentlich teilweise überholt. Wir haben da dafür gestimmt, weil eigentlich das erstens die Dringlichkeit nochmal klar gemacht hat. Zweitens, weil die Gutachten veröffentlicht, dass es unserem Transparenzgedanken eigentlich ganz gut entgegenkommt. Bei der Teilausschreibung haben wir gesagt, ja, so lala, haben uns aber der Argumentation der Grünen da anschließen können und landeseigenen Fuhrpark aufbaut, haben wir im Grunde auch befürwortet. Im Endeffekt haben wir also dafür gestimmt. Aber die aktuelle Entwicklung macht es ja eigentlich sowieso schon mehr oder weniger obsolet. Genau, dann kann ich auch nochmal sagen, warum im Hauptausschuss war das ja vorletzte Woche auf der Tagesordnung. Die Enthaltung hat dahergehend gerührt, dass im Prinzip die Grünen nicht mehr klar machen konnten, was, wie drücke ich das am besten aus, also, hier, also uns war nicht genau klar, was da jetzt genau mit diesem Antrag bezweckt werden sollte jetzt noch. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass der Vertrag 2017 ausläuft und diese ganze Problematik ja auch dahingehend geht, dass es wahrscheinlich sowieso nicht mehr möglich ist, das alles nur rechtfertig hinzukriegen. So, warte aber kurz, ich muss nochmal ins Protokoll reinschauen, bin jetzt nicht mehr ganz so sicher. Aber wir hatten noch eine Wortmeldung von Gerwald, den ich jetzt vorlassen würde. Also es gibt da zwei Änderungen noch zu, und zwar allgemein, der Senat hat eine Teilausschreibung schon beschlossen. Das zweite ist, aus haushalterischer Sicht ist dieses Teilausschreibung-Ding völliger Blödsinn, weil wir bezahlen den Fuhrpark, wir bezahlen dem Betreiber dann auch noch Geld dafür, dass er das tut. Also es kann im Prinzip jeder, der zwei, drei Leute aufbringt, die das Management liefern können, sich da bewerben, das mitzumachen. Das ist so das Modell, was dahinter steht. Und dementsprechend würde ich dafür plädieren, das abzulehnen. Einfach, weil es wird fast alles vom Land Berlin bezahlt, direkt oder indirekt, durch die Regionalisierungsmittel, die ja weiterhin fließen. Und dementsprechend das auch so schwierig zu handhaben ist. Und wie gesagt, der Senat hat entsprechend schon quasi Tatsachen geschaffen, was auch die SPD selber als Fraktion auch nicht gut findet. Die sitzt sich gerade ziemlich am Zanken, habe ich mitbekommen. Und das Gutachten selber, was die Grünen sagen, veröffentlicht, das gibt es schon eine ganze Zeit, mindestens ein Jahr, ist von der IHK und ist von den Grünen seinerzeit auch angeleiert worden. Das Gutachten behandelt die Möglichkeit, wie sieht es denn aus, wie kann man das Netz teilen, welches Teilstück kann man es aufteilen und dementsprechend Studien darüber, wo müssen die Werkstätten hin, wo muss eine Personaleinsatzzentrale hingebaut werden. Die ganzen Geschichten ist sehr ausführlich. Ich muss mal gucken, wo ich das noch rumliegen habe. Das habe ich damals vom S-Bahn-Tisch gekriegt. Ist ungefähr ein Gutachten mit 140, 150 Seiten. Wie gesagt, das ist eigentlich öffentlich einsehbar. Dementsprechend ist auch der Punkt, das Gutachten zu veröffentlichen, es ist schon offen. Man muss bloß halt nochmal nachgucken, wo es sich versteckt hat. Gut, danke für den Hinweis. Ich bin jetzt auch noch mal kurz in unser Protokoll reingegangen. Der Tagesordnungspunkt war Top 24a bei uns auf der Tagesordnung im Hauptausschuss. Das muss schon relativ, es war relativ spät. Ich glaube, die Enthaltung ruht einfach daraus hingehend, dass es zu diesen Tagesordnungen, also zu diesen Zeitpunkten meistens immer nur noch schwer den Grünen zu folgen ist, wenn der Esser eine halbe Stunde über sein Thema redet und dann enthält man sich im Zweifelsfalle. Also der Uli schreibt auch rein, dass man zustimmen kann. Also wir können uns im Plenum da guten Gewissens auch dazu stimmen. Die Enthaltung, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es einfach zu dem Tageszeitpunkt einfach irgendwie kein sinnvolles Nachdenken mehr möglich war.
Gut, dann habe ich aber erstmal den Wolfram auf der Tagesordnung, dann den Martin auf der Tagesordnung und dann den Pavel. Hast du dich nach Pavel gemeldet? Genau. Ich wollte eigentlich um ein Meinungsbild bitten, wer diesem Antrag zustimmen, ihn ablehnen, respektive sich enthalten würde. Gut, beim gegenwärtigen Kenntnisstand. Das Meinungsbild hole ich dann auch sofort ein. Wer möchte diesem Antrag zustimmen, sich enthalten bzw. ablehnen? Achso, ihr wollt, ja, es ist ein, genau, es ist ein Meinungsbild. Bei maximal geringstmöglicher Beteiligung von 4 Leuten fällt dieses Meinungsbild positiv aus. Dann gehen jetzt die Wortbeiträge von Wolfram Fries und danach Martin Delus. Ich kann ja gleich vielleicht mein wankelmütiges Meinungsbild hier noch begründen. Ich würde mich da eigentlich enthalten, weil, wie gesagt, das ist zur Hälfte eigentlich schon gegessen. Also das Gutachten veröffentlichen kann natürlich immer noch fordern. Die Teilausschreibung ist mittlerweile schon im Gang. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, geht ja die S-Bahn auch gegen diese Teilausschreibung vor. Also im Grunde würde ich eigentlich in dem Redebeitrag da viel mehr auf der Teilausschreibung rumreiten, als an dem eigentlichen Antrag noch zu diskutieren, der einfach von der Zeit schon überholt ist. Gut, danke für den Hinweis an der Stelle. Achso, Herr Martin, tut mir leid. Simon, könnt ihr die bitte, das stört, danke. Ja, ich wollte nur kurz sagen, ich bin jetzt weg und meine Stimme und der sagt auch dann, wenn ich irgendwo reden will, dass ich verreden will. Okay, dann hätte ich gerne von den Verkehrs... Ja, kannst du das bitte... Alexander. Ja. Dann hätte ich gerne von den verkehrspolitischen Menschen eine Stellungnahme bezüglich des Antrags zu folgendem Satz in unserem Wahlprogramm. Unter dem Kapitel Verantwortung tragen und Land Berlin, Berliner S-Bahn kommunaler Hand, steht, wir setzen uns für die direkte Übernahme der Verantwortung für die S-Bahn durch das Land Berlin und die Überführung der Geschäftstätigkeit in eine Anstalt öffentlichen Rechts ein. Bla bla bla. Wie verhält sich das mit dem Antrag? Ist das Wahlprogramm an der Stelle überholt? Sind wir anderer Meinung? Gibt es ist es kongruent mit dem Antrag? Gibt es vielleicht irgendwie Anstrengungen, eine Liquid Feedback Initiative dazu zu haben? Und wird der Redner das einbauen in seine Rede? So, wir haben dann erst die Wortmeldung von Gerwald, dann von Christopher und... Okay, dann seid ihr beide damit einverstanden, wenn ich Wolfram vorziehe an der Stelle? Gut, dann ist erst Wolfram, dann Gerwald, dann Christopher dran, ne? Ich bin überhaupt kein verkehrspolitischer Sprecher. Ja, aber wir haben 2 Leute im Bau- und Wohnen- und Verkehrsausschuss sitzen. Einer davon macht Mieten. Okay, gut, dann Wolfram. Hm? Oder willst du nichts sagen? Ich habe ja erstmal nichts dazu zu sagen. Okay, gut, dann ist Gerwald dran. Also ich sehe den Antrag, so wie er hier beschrieben ist, nicht in Einklang bringbar, was wir im Wahlprogramm stehen haben. Es gibt auch entsprechende Liquid-Feedback-Initiativen, die müsste ich jetzt nochmal exakt raussuchen, die sagen auch was anderes, als der Antrag sagt. Und was ganz wichtig ist, die Teilausschreibung beinhaltet immer, dass es einen anderen Unternehmer gibt als das Land Berlin. Und dementsprechend ist die unternehmerische Hoheit und die Steuerung, was passiert mit der S-Bahn, nicht in der Hand von Land Berlin, sondern der dritten Partei. Und das habe ich heute auch im Stadtgespräch schon skizziert, dass das dann so geht wie bei der GSW, wie bei den Wasserbetrieben und bei anderen Betrieben, wo dann einfach der Anteilseigner sagt, das ist mein Ding, das mache ich so, wie ich das möchte und lasst mich zufrieden. Also das ist ganz klar, ich werde das natürlich noch ein bisschen sachlicher formulieren, aber in die Richtung werde ich stehen, sondern das ist nicht unser Grundsatzprogramm. Wir wollen, dass es eine Anstalt öffentliches Recht, schrägstrich landeseigener Betrieb ist und dementsprechend das Land Berlin auch keine Teilausschreibung vornimmt, sondern direkt den Versuch startet, diesen S-Bahn-Betrieb in seiner Gesamtheit in die Hand des Landes Berlin zu überführen, weil auch auf Bundesebene haben wir ja bei der Bahn AG kein entsprechendes Aufsichtsratsmitglied, also wir haben da keine Mitbestimmungsrechte, obwohl wir doch einen ziemlich großen Anteil am Bahnnetz an sich
mit dem Bundesland Berlin abdecken. Und das ist dann auch eine Schieflage, die man einfach mal ändern müsste. Also entweder muss man den Aufsichtsrat auf Bundesebene in der Bahn AG entsprechend ändern oder die Bahn AG überreicht uns halt das Berliner Bahnnetz, mindestens der S-Bahn-Teil. Okay, danke. Dann habe ich jetzt Christopher und danach Olli auf der Tagesordnung, auf der Rednerliste. Also ich hatte ja das Vergnügen, bei dieser Betriebsratsversammlung der S-Bahn-Leute da zu sein. Das war, glaube ich, eher so ein Unfall, dass ich auf dieser Veranstaltung gelandet bin, aber war dann auch ganz erhellend, weil ich mich dann auf dieser Podiumsdiskussion mit dem Thema beschäftigen musste. So wie sich das Land Berlin manövriert hat, ist es wohl so, dass wir im Moment, so habe ich das jetzt zumindest verstanden, um eine Teilausschreibung gar nicht rumkommen. Das Einzige, was wir machen könnten als Land Berlin, wäre eine Direktvergabe. Und diese Direktvergabe würde nur an einen landeseigenen Betrieb irgendwie gehen. Den haben wir aber anscheinend nicht. So. Das heißt, diese Teilausschreibung kommt. Es ist ja jetzt auch schon vom Senat ein Interessensbekundungsverfahren ausgelöst worden. Es ist in der Tat so, dass das natürlich vorne und hinten nicht passt. Denn die würden ja 2017 dann diese Teilstrecke beschreiben müssen und es wären dann halt keine Züge da. Das heißt, man redet jetzt irgendwie darüber, alte Züge wieder so flott zu machen, dass sie dann quasi ausgeliehen werden können, aber es ist halt hochgradig absurd. Nichtsdestotrotz hat man sich anscheinend in diese Lage hinein manövriert, dass man diese Teilausschreibung machen muss. Ich sehe darin auch keinen Widerspruch. In unserem Wahlprogramm steht drin, dass wir das mit dem landeseigenen Betrieb möchten. Und wenn es zu einer Teilausschreibung kommt, dass in dem Vertragswerk halt eben drin steht, dass wir dieses Teilstück oder alle privat betriebenen Teilstücke dann bis zum Jahr 2025 wieder zurückhaben wollen. Dazu meinte der Kollege Gelbhaar dann zu mir, dass das ein bisschen unrealistisch ist, weil die Stücke, wie gesagt, erst 2017, also dann neu betrieben werden und es dann, weiß ich nicht, die Verträge über Zeitraum X laufen, aber halt nicht bis 2025, sondern dass 2035 zum Beispiel ein realistischer Zeitpunkt wäre, wo das Netz wieder in Berliner Hand übergehen könnte. So wie ich jetzt hier diesen Beschluss, also diesen Antrag der Grünen verstehe, geht es ja einmal darum, diese Ausschreibung vorzubereiten. Das ist obsolet, weil das ist schon passiert. Für die Ausschreibung der weiteren S-Bahn-Teilstrecken soll ein detaillierter Zeitplan erstellt werden. Das ist noch nicht passiert. Das wäre gut, weil dann wüssten wir alle, woran wir sind. Die Prüfung der verschiedensten Varianten der Fortführung der S-Bahn sind abzuschließen und die Ergebnisse, insbesondere die Gutachten, bla, öffentlich zu machen. Deckt sich auch, glaube ich, so mit unseren Forderungen. Und dass der Senat ein Konzept für einen landeseigenen Fuhrpark vorlegen soll. Und dass man unverzüglich notwendige S-Bahn-Züge für die Teilstrecke dann beschaffen soll. Meiner Meinung nach ist das sinnvoll, wobei auf dieser Podiumsdiskussion von Herrn Kreins gesagt worden ist, nein, man wolle ja gerade eben keine Züge beschaffen vom Land aus, weil das würde ja den Anreiz dann setzen, dass man quasi das nur so übernimmt und dann quasi die Züge gleich mitmietet. Ja. Und Herr Federici hat halt gesagt, ja nee, also das könnte man sich schon vorstellen, dass jemand dann da diese Sachen quasi mietet. Die Lage in der Koalition ist also auch verworren. Das heißt, so wie ich diesen Antrag jetzt hier sehe, kann man dem durchaus zustimmen, insbesondere weil da auch jetzt nichts drin steht, was unserem Wahlprogramm explizit widerspricht. Gut, danke. Dann habe ich erst Olli auf der Liste und danach Gerwald. Ja, danke Christopher. Entschuldigt, dass ich mich jetzt erst zu spät in diese Runde einschalte. Das, was Christopher sagte, hätte ich im Grunde genommen auch schon vor 2 Minuten früher erwähnen können. Nee, ist kein Ding. Ich habe mich jetzt ein bisschen spät gemeldet.
Ja, wie gesagt, es steht nichts drin, was unserem Wahlprogramm widersprechen würde. Die Teilausschreibung ist sowieso beschlossene Sache. Und einen landeseigenen Fuhrpark aufzubauen, sehe ich jetzt auch als nichts, dem wir uns programmatisch in den Weg gestellt hätten. Und ansonsten geht es um Veröffentlichung von Gutachten, die als Voraussetzung für den künftigen Betrieb herhalten sollen. Das ist halt definitiv ein unterstützungsfähiger Antrag. Gut, danke schön. Dann haben wir Gerwald und danach Martin. Ich möchte nochmal ganz klar Widerspruch dazu einlegen, und zwar in Bezug auf den Punkt Teilausschreibung. Teilausschreibung, ich nehme Teile vom S-Bahn-Netz. Das S-Bahn-Netz ist seit 120 Jahren in einer Hand gewesen und ist auch in einer Hand betrieben worden. Ich möchte jetzt nicht weiter ausführen, was es für Probleme gibt, wenn ich das S-Bahn-Netz zerteile und im Maximalfall drei verschiedene Unternehmen besitze, die untereinander überhaupt nicht kooperieren und nicht untereinander miteinander koordinieren. Das wird richtig spaßig, sowohl für Fahrgäste als auch Mitarbeiter, als auch sonstige. Das ist also ein Riesenpunkt, den man so nicht in unserem Wahlprogramm wiederfindet, dass wir als Piratenpartei dafür sind, die S-Bahn zu zerschlagen. Der zweite Punkt ist nochmal, ob ich jetzt Teilausschreibung mache und die Firmen kaufen ihre Züge selber, oder ich mache Teilausschreibung, kaufe die Züge als Land Berlin und vermiete das dann weiter. Es kommt aufs Gleiche raus, ich habe an der Schaltstelle die den Betrieb macht, ein Privatunternehmer sitzen, der sich dann zu Recht nicht vom Land Berlin in irgendeiner Weise reinreden lässt. Entsprechende Verträge werden zwar geschlossen werden, aber wie man auch sieht, anhand Wasserbetriebe, BSR und sonstige schon privatisierten Unternehmen, wie vorteilhaft, ich sage das mal in Anführungsstrichen, das für das Land Berlin jeweils ausgefallen ist. Und ich möchte nochmal deutlich machen, ich bin der Meinung, dass die Partei, zumindest hat sich die Partei mir gegenüber so mit ihren Abstimmungsverhalten auch im Liquid Feedback erkennbar geäußert, dass sie auf jeden Fall gegen eine Zerschlagung der S-Bahn ist, dass das System als Ganzes erhalten bleiben soll und das Netz in seiner Gesamtheit überprüft werden muss. Das Problem ist, dass das Land Berlin in diesem Zusammenhang natürlich sehr schön geschlafen hat, weil das Problem, was auch noch nicht angesprochen worden ist, die aktuellen Züge, selbst die neueste Baureihe, die 481er Baureihe, ist Eisenbahnbundesamt technisch mit einer Sondergenehmigung unterwegs, die 2019 ausläuft. Das heißt, ich kann ab 2019 nicht mehr mit den aktuellen Zügen, die ich habe, fahren. Das Problem ist, bis ich so einen Zug serienmäßig auf dem Schienenstehen habe, vergehen 5 Jahre. Und zusätzlich, eine Firma, die die Dinger baut, muss ich auch beauftragen. Ich muss da diese 600 Viertelzüge muss ich auch ausschreiben. Und das dauert auch nochmal 2 Jahre. 2 plus 5 mal 7 Jahre. Das heißt, wir kommen, wenn wir jetzt dieses Jahr noch anfangen, die Züge in irgendeiner Form auszuschreiben, weil die muss man ja bestellen, kommen wir auf 2019 raus. Im Haushaltsplan ist übrigens ein Posten gesperrt, der diese Summe beinhaltet. Das Land Berlin hat also haushalterisch das soweit festgenagelt, dass das auch das Land Berlin machen kann. Was halt das Problem ist, uns rennt die Zeit weg. Was ich aber nicht zustimmungswürdig finde und auch nicht zustimmig finden werde in Zukunft, dass hier eine Teilausschreibung passiert, wo Privatunternehmen sich reinklinken. Es ist klar, dass die Bundesbahn, also die Bahn AG, jetzt auch nicht gerade der allerbeste Anbieter ist. Die haben aber immerhin den Bund als Anteilseigner. Das heißt also, ich muss mich dann mal tatsächlich als Land Berlin mich mit dem Bund mal kurz schließen und da mal vernünftige Regelungen machen. Weil die Bahn AG agiert ja nur so, wie der Bund es ihr sagt. Wenn der Bund der Bahn AG sagt, mach mal Gewinn, so gut es geht, versuch eine schwarze Null hinzukriegen, dann ziehen die natürlich überall Geld raus. Unter anderem halt auch bei der S-Bahn Berlin GmbH über erhöhte Trassenpreise und sonstiges. Wer den S-Bahn-Vertrag mal nachgeguckt hat, der ist im Datenraum sichtbar, da sind die Trassenpreise drin. Die sind bis zu 4-fache über den aktuellen Marktpreis. Für Facility Management und alles ist es ähnlich. Also die ziehen über die Preise, die sie ihrer Tochter anbieten, das Geld, was in Form von Regionalisierungsmitteln reinfließt, raus und machen das gegenüber dem Bund als Gewinn geltend, aber uns im Land fehlt es. Und da muss man halt ganz klar sagen, so, neue Richtlinie, neue Strategie,
ein Eisenbahnunternehmen, was den öffentlichen Nahverkehr beliefern soll, kann nicht wirklich Gewinn erwirtschaften. Wer das behauptet, der hat es noch nicht verstanden, wie das dann funktioniert. Du machst Minus, wenn du von morgens bis abends in alle Ecken fährst mit dem ganzen Betrieb. Und dementsprechend muss ich auch die Direktive auf der Ebene reinbringen und sagen, so, das Ding kann keinen Gewinn machen, ist ein Zuschussgeschäft. Und da darf ich nicht die Regionalisierungsmittel über Preise, die zu hoch sind, wieder rausziehen indirekt. Und das wird aktuell gemacht und das wird auch seit Jahren schon so gemacht. Dementsprechend ist die S-Bahn Berlin GmbH auch so am Abrauchen, eben weil diese Geldmittel, die eigentlich dazu gedacht sind, die Sache am Laufen zu halten, indirekt rausgezogen werden. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, jetzt mache ich die Teilprivatisierung, schwinge irgendwie so einen Zauberstab und jetzt kommt Veolia Verkehrstechnik, um das mal zu nennen, die, sind, die stehen dahinter. Ja, ja, ich glaube, das ist ein gutes Kernwort. Also, na, ich kürze hier ab und sage, also ich finde die Lösung Teilprivatisierung für blödsinnig, weil wir zahlen es trotzdem. Entweder direkt, weil wir es selber bezahlen oder eben über die Zuschüsse. Es ist nur noch die Frage, wann gezahlt wird. Das ist die einzige Sache. Gut, danke für Martin ist danach dran, dann Olli. Zwei Danksagungen und eine Entschuldigung. Erste Danksagung an Pavel, dass er den Punkt nochmal auf die Tagesordnung gepackt hat. Eine Entschuldigung, dass ich diese Frage gestellt habe und übersehen habe, dass wir ein Positionspapier haben und nicht nur ein Wahlprogramm-Dings dazu. Ich habe das jetzt auch mal in dem Ticket verlinkt, weil das war vorher nicht da, sonst hätte ich nicht gefragt, hätte ich selber nachgelesen. Ich danke Christopher für die Ausführungen. Und nach dem, was Gerwald jetzt gerade, also ich kann noch mal kurz zitieren aus dem Positionspapier, das sehr ausführlich ist und sich auch mit den aktuellen Gegebenheiten auseinandersetzt. Ob die Ausschreibung des gesamten Netzes oder gestaffelt in Teilstrecken erfolgt, bleibt dabei freigestellt. Alles für den Zeitraum bis 2025. So wie Christopher das erklärt hat, dementsprechend wäre eine Zustimmung des Antrags entsprechend unserem Wahlprogramm. Ich möchte gerne, dass der Redner für diese Fraktion, der da vorne tritt, auch unser Wahlprogramm vertritt und unsere Positionspapiere und die Beschlusslage des Landesverbandes. Deswegen würde ich vorschlagen, dass statt Gerwald dazu redet, Olli dazu redet. Ich glaube, du bist verkehrspolitischer, ich weiß nicht wer, ich weiß es nicht. Aber Olli hat gerade, und Christopher ist zwar Vorsitzender, aber ich glaube, Olli ist in dem Ausschuss. Weil Gerwald, es interessiert mich nicht, was der S-Bahn-Tisch sagt. Wir haben eine Beschlusslage des Landesverbandes und du bist der Basispirat. Wenn du die Basismeinung nicht des Landesverbandes akzeptieren möchtest, dann mach eine Meinungsbildung in diesem Landesverband mit Liquid-Initiativen und dann ist auch alles cool. Nur, ich möchte halt nicht, dass das halt irgendwie... Ich habe auch gerade überlegt, wie man das auflösen kann. Ich würde jetzt auch kurz, das ist mir zu aggressiv. Nee, ich habe auch gerade überlegt, wie man das auflösen kann. Das hat Gerwald zum Beispiel gesagt, im Landesverband gibt es eine andere Meinung. Und dann kann ja Gerwald auch seine Meinung da auf dem Podium machen. Das finde ich aber nicht in Ordnung, wenn hier die Mehrheitsmeinung ist, dass man dem Antrag zumindest auch zustimmen kann oder sich enthalten kann. Gut, dann gehe ich jetzt als Redner für die Redeleitung. Also das Positionspapier ist auf der Landesmitgliederversammlung 2011 Punkt 3, also quasi Ende letzten Jahres gekommen. Also Berlin über den langfristigen Betrieb des ÖPNV und der S-Bahn Berlin, Zukunft der S-Bahn etc., wo es auch alles drin steht, ist innerhalb dieses Konzeptes mit Leasing der Triebfahrzeuge etc., das, was Martin gerade gesagt hat, mit drin ist. Dementsprechend ist das die letzte Beschlusslage, die wir innerhalb des Landesverbandes haben. Punkt. So, dann, sorry, ich mache jetzt erstmal weiter damit. So, das heißt, wir haben auf der Rednerliste jetzt erstmal den Oliver drauf, dann hat sich der Alexander Morland gemeldet gehabt. Ich würde bloß an der Stelle jetzt abkürzen wollen, indem wir einfach festlegen, welchen Redner wir nehmen. Weil ich glaube, die Argumente sind ausgetauscht worden und wir bewegen uns jetzt im Kreis und ich habe keine Lust, dass du jetzt... Nein, es wird bloß nichts mehr... Also ich gehe nicht mehr davon aus, dass sich großartig was ändern wird. Okay, dann darf Olli auch noch reden und dann geht es weiter hier im Kreis. Und Pavel darf auch noch reden. Also Heiko, ich wäre wahnsinnig dankbar, wenn du das lassen könntest in Zukunft. Also dieses Annehmen, dass da keine Argumente mehr gibt, nur weil sie dir jetzt gerade nicht geläufig sind. Deswegen sind hier noch Wortbeiträge in dieser Redeliste. So,
zur Sache. Faxe geht in, zumindest habe ich das jetzt gerade aus dem geschlossen, was er gesagt hat, von einem kleinen da ist wohl ein kleines Missverständnis aufgelaufen und er setzt das Wort Teilausschreibung mit dem Wort Teilprivatisierung gleich. Er hat sie zumindest synonym benutzt. Synonym funktionieren sie nicht. Und schon gerade nicht im Kontext von diesem Antrag, der gleichzeitig die Vorbereitung einer Teilausschreibung und den Aufbau eines landeseigenen Fuhrparks beinhaltet. Was jetzt am Aufbau eines landeseigenen Fuhrparks in Verbindung mit einer Teilausschreibung neoliberale Kackscheiße sein soll, das bleibt für mich weiterhin fraglich. Und ja, ich würde mich bereit erklären, zu diesem Antrag zu reden, wenn es denn Gerwald unmöglich ist, die Position des Landesverbandes zu vertreten. Dann haben wir Alex drauf. In Anbetracht der Tatsache, oder nicht der Tatsache, aber dass der Basispirat offensichtlich von einer kleinen Lobbygruppe beeinflusst ist, würde ich mich freuen, wenn der verkehrspolitische Sprecher dazu spricht. Danke, Alex. Dann haben wir Pavel. So, ja, ich finde erstmal, dass das ein ganz, ganz wichtiger, exemplarischer Punkt ist. Vielleicht nicht so also sehr in der Sache, aber ich denke, es ist richtig, wir haben dazu das Parteiprogramm, die Parteimeinung. Das heißt nicht, dass wir uns sklavisch daran halten müssen, wenn wir aus guten Gründen und neuen Einsichten als Fraktion zu einem anderen Ergebnis kommen würden. Ich sage, also da ist jetzt kein Automatismus, aber ich sehe hier im Moment in der Fraktion nicht, dass es irgendwie gute Gründe oder neue Argumente gäbe, von dem, dass wir uns nicht an das Votum des Landesparteitages halten. Insofern ja, unterstütze ich das, dass wir dort in der Rede entsprechendes auch kommunizieren. So, dann haben wir Gerwald auf der Rednerliste. Ich möchte jetzt mal ganz klar vor mir weisen, dass ich von Lobbygruppen beeinflusst werde. Ich habe meine eigene Meinung dazu. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass mir sehr wohl die Problematik bewusst ist, dass zum Beispiel die Mitarbeiter der S-Bahn Berlin GmbH ganz gerne ihren Tarifvertrag, den sie mit der Bahn AG S-Bahn Berlin haben, weil der für sie am vorteilhaftesten ist. Diese Problematik ist mir zum Beispiel bewusst. Als zweites, was ich noch mal sagen möchte, eine Teilausschreibung. Wer meldet sich denn auf so eine Teilausschreibung? So, wir haben Veolia Verkehrssparte. Wir haben SNCF-Tochter, das ist die französische Staatsbahn, wir haben die spanische Staatsbahn. So, jeder dieser Ausschreibungspartner, die man potenziell hier ins Boot holt, haben bestimmt nicht vor, das System für Ruhm und Ehre zu betreiben. Das macht keiner. Das sind ganz hart kalkulierende Wirtschaftsunternehmen, die ganz klar mit dieser Geschichte, wenn sie da Geld für ausgeben, auch Geld erwirtschaften wollen. So, wie wird das gemacht? Entweder sie machen es so, wie es die Bahn AG macht. Die holt halt über erhöhte Trassenpreise das Geld raus. Oder ich mache es, wie zumindest der spanische Eisenbahnbetreiber seinen Töchtern weltweit gemacht hat, er vernachlässigt die Instandsetzung und Wartung und Sonstiges. Das heißt also, der Betrieb läuft auf die Substanz, die vorhanden ist, rauf und in 10, 15 Jahren, wenn die Substanz diesbezüglich aufgebraucht und verbraucht ist, dann wird auf einmal, oh, irgendwie müssen wir das jetzt loswerden, eingebaut, dann wird das auch weggetan, weil die entsprechende Übernehmerpartnerin geht dann insolvent und solche Geschichten. Das kann man in England ganz klar beobachten. Und dementsprechend fällt dann es aufs Land Berlin zurück, ohne Vorwarnung und dann mit einem erheblich höheren Kostenaufwand, weil dann muss man reparieren, dann muss man sofort reparieren. Und das ist wesentlich teurer, als wenn ich jetzt noch die Chance habe, vernünftig vorzugehen und als Land Berlin langfristig gesehen sofort einsteige, weil ich habe es auch nochmal klassifiziert, die Kosten diesbezüglich trägt das Land sowieso. Also ob ich jetzt direkt gleich selber einsteige und alles bezahle oder ob ich das jetzt über den Umweg mache und noch eine dritte Kraft mit Fett mache. Und das ist das, was auch
meiner Meinung nach im Landesverband auch deutlich ist, dass das nicht gewollt ist. Es ist nicht gewollt, dass das Netz als solches in seiner Gesamtheit zerteilt wird. Und es ist auch nicht gewollt, dass da Drittanbieter sich dran gesund stoßen und sich Geld noch rausziehen. Weil das haben wir bei den Wasserbetrieben, das haben wir bei BSR gehabt und das haben wir auch an anderen Stellen. In England ist es noch klarer, da hat der Staat inzwischen große Teile des Netzes wieder zurückgenommen. Ich möchte gerne nochmal ausführlich begründen. Und ich, wie gesagt, wir sind die Problematiken bewusst, dass die Mitarbeiter durchaus starke Lobbyarbeit betreiben, weil es ist ja logisch, ich will meinen guten Tarifvertrag rüber retten, weil wenn das Land Berlin jetzt als Nachfolger reingeht, dann müssten ja auch Übernahmeverträge gemacht werden. Die wären natürlich aus Sicht des Mitarbeiters, der einen DBAG-Tarif hat, natürlich schlechter. Das ist ganz klar zu klassifizieren. Aber ich würde mich persönlich in meiner Rede eigentlich auf den Bereich beziehen, Zerschlagung des Netzes ist unnötig. Es ist unnötig, einen Drittanbieter reinzuholen, aufgrund dessen, weil ich habe nicht mehr die Hoheit über das Gesamte, weil der Drittanbieter hat ja was bezahlt, der will ja auch bestimmen dürfen und es uns langfristig auch auf uns zurückfällt. Also ich habe da nichts durch gewonnen, wenn ich das jetzt Drittanbietern gebe. Ich habe den Ärger und die ganzen Probleme. Also ich möchte ganz klar sagen, wo meine Rede drauf rausläuft, welche Kernpunkte ich berühre. Ich versuche mich weitestgehend auf den wirtschaftlichen Betrieb zu beschränken. Also was schadet uns das wirtschaftlich, wo sind die wirtschaftlichen Probleme? Und ich skizziere auch durchaus ansatzweise, was ist mit den Beschäftigten und was geht es die Fahrgäste an? Die haben ja auch ein Wort mitzureden. Gut, Dankeschön. Dann würde ich aus dem Publikum. Ja, mein Name ist Sigrun Franzen. Ich habe ganz viele Unterschriften bei dem Wasservolksbegehren gesammelt und ich will mal die Meinung der Berliner und Berlinerinnen mitteilen, die A in Umfragen gesagt haben, alles was zur Daseinsvorsorge einschließlich, dazu wird auch gerechnet der öffentliche Nahverkehr, zählt, darf nicht privatisiert werden. Da gibt es Umfragen zu 80% der Berliner und bei dem Ich meine, dass das in Hand des Landes Berlin ist, allerdings nicht, dass dann irgendwelche abgehalfterten Senatoren oder solche, die da die Posten kriegen und das Unternehmen dann vielleicht. Nein, und ich sage jetzt nur mal die Meinung der Berlinerinnen, die haben ganz häufig dann gesagt, warum macht er nicht gleich noch mit S-Bahn zurück, GASAG zurück, BWAG zurück, alles, was die verscheuert haben. Gut, Dankeschön. Dann ist auf der Rednerliste Martin, dann Wolfram, dann Christoph, dann Olli. Nur mal ganz kurz. Also, ja, der Berliner Landesverband ist der Meinung, dass das Netz und auch der Betrieb in die Hände des Landes Berlin gehört. Nur, dass es auch langfristig geplant werden muss und dass wir jetzt gerade vertragliche Probleme haben, das durchzusetzen. Deswegen ist der Zeitraum bis 2025, das hat ja Christopher alles ausgeführt. Das heißt, wir sind da auch dieser Meinung, und wir sehen das halt realpolitisch so, das muss halt geschafft werden irgendwie, muss halt gewuppt werden. Jetzt an Gerwald, bist du in der Lage, mit deiner persönlichen Meinung, die ja fundiert ist, die du gut begründen kannst, hinzugehen und zu sagen, das ist meine Meinung, das entspricht aber nicht der Mehrheitsmeinung meiner Fraktion und mein Landesverband hat auch eine andere Meinung. Wenn du das in deinem Redebeitrag machen kannst, und zwar gleichberechtigt, habe ich überhaupt kein Problem, als Pirat eine Minderheitenmeinung im Plenum zuzulassen und die dann auch begründen zu lassen. Wenn du das nicht kannst, dann möchte ich gerne, dass Olli den Redebeitrag macht. So, dann haben wir Wolfram auf der Liste. Die ähnliche Richtung. Ich würde vielleicht einen Vorschlag zur Güte machen. Wie wäre es denn, wenn die beiden Redner, die dazu reden möchten, sich einigen, die Redezeit zu teilen und wir ein Beispiel dafür geben, dass wir auch pluralistische Meinungen in unserem Kreise hier zulassen. Und wir haben jetzt auch lang und breit darüber diskutiert, weiß jeder sein Abstimmverhalten im Plenum dann sowieso schon nach den hier gehörten Fakten zu richten. Gut, danke schön. Dann ist Christoph dran. Ich muss jetzt leider noch mal was Grundsätzliches zu diesem ganzen Thema sagen. Wir sind hier eine Fraktion in einem Parlament.
Und wenn wir einen Antrag einer Fraktion sehen, dem wir nicht zustimmen können oder eine bessere Idee haben, dann stellen wir entweder einen eigenen Antrag dazu oder wir stellen einen Änderungsantrag. Beides ist hier nicht geschehen. Ich finde es sehr müßig, in dem Moment, in dem sowas in, ich glaube jetzt zweiter Lesung, ne, ins Plenum kommt, darüber zu diskutieren, wie man dazu steht. Während in der gesamten parlamentarischen Beratung dieses Antrages von uns dazu nichts gekommen ist. Weder als der in erster Lesung war, anscheinend weder als er im Verkehrsausschuss und im Hauptausschuss war, noch jetzt in dem Moment, in dem es zur zweiten Lesung geht. Wir haben hier gerade ganz klar die Position des Landesverbandes dargestellt. Gerwald hat dargestellt, dass er dort anderer Meinung ist. Und ich möchte da nochmal eine Sache betonen, weil ich das Gefühl habe, hier wird gerade so getan, als wollten die Grünen jetzt beschließen, dass es zu einer Teilausschreibung kommt. Das Land Berlin hat sich in eine Lage manövriert, wo wir das machen müssen, wo es gar nicht anders geht, wo wir die Direktvergabe nur machen könnten, wenn wir ein Landes... Ja, schön, Gerwald. Ich halte mich auch mit solchen Sachen irgendwie zurück, während du redest, auch wenn es mir schwerfällt. So, wir haben uns da manövriert, reinmanövriert, was die Tarifverträge angeht. Ja, wenn jetzt irgendwie Herr Friederici und Herr Kreins irgendwie sagt, das ist kein Problem, weil es rechtlich so ist, dass die zum selben Tarifvertrag irgendwie beschäftigt werden müssen, dann würde ich zweifeln. Aber wenn selbst Harald Wolf, der da auch auf diesem Podium saß, auch nochmal gesagt hat, es ist rechtlich gar nichts anderes möglich, als die Leute in ihren Tarifverträgen zu übernehmen, ja, dann wage ich es mal, ihm da zu trauen. Das heißt, so beschissen die Situation ist, wird für die Mitarbeiter, die dort dann in irgendeiner Form übernommen werden, dieselben Tarifverträge erstmal gelten. Dann kann man noch immer, und wie gesagt, ich erinnere nochmal, wir sind eine Fraktion in einem Parlament, dann kann man noch immer Anträge stellen, um zu sagen, nach welchen Kriterien werden diese Mitarbeiter an den neuen Netzbetreiber weitergegeben, stellt dieser neue Netzbetreiber Leute neu an, um damit irgendwelche Tarifvereinbarungen zu umgehen. Ja? Das kann man alles machen, aber die Betonung liegt auf Machen. Und ich finde es gerade extrem verstörend, dass wir hier bei einem Antrag, wo es eine eindeutige Positionierung des Landesverbandes gibt durch ein Positionspapier, so lange irgendwie diskutieren. Und ich muss es nochmal sagen, da erwarte ich auch dann von den Fachpolitikern irgendwie mehr, dass die mir das, was ich zum Beispiel dort letzte Woche auf dieser Podiumsdiskussion gehört habe, hier höre, dass ich höre, warum haben wir diese Teilausschreibung, auf welcher Rechtsgrundlage, auf welcher Rechtsgrundlage werden die Leute dann übernommen, auf welcher Rechtsgrundlage bleiben die Tarife gleich, ja, wieso ist eine Direktvergabe im Moment nicht möglich, wieso kommt es zu weiteren Teilausschreibungen, wie weit ist das Interessensbekundungsverfahren, das alles möchte ich hier wissen, wenn wir uns in irgendeiner Form qualifiziert dazu äußern sollen. Das alles passiert nicht. Und das ficht mich gerade im Grunde genommen noch mehr an, als die Tatsache, dass wir uns darüber hier streiten. Darüber hinaus erinnere ich an das Minderheitenvotum des Kollegen Buchholz von der SPD, wo er die Möglichkeit hatte, nach der Abstimmung nochmal ans Plenum zu treten und seine Entscheidung zu begründen. Da wäre dann jetzt die Aufgabe wahrscheinlich von dass, wenn das jetzt Gerwald so ein großes Problem bereitet, diesem Antrag zuzustimmen, irgendwie herauszufinden, unter welchen Möglichkeiten Gerwald da die Möglichkeit hat, sich 3 Minuten dazu zu äußern, warum er diesem Antrag nicht zustimmt. Es gehört dann aber auch dazu, sich mit den Instrumentarien dieses Parlaments auszukennen, sich damit auseinanderzusetzen und die Frage zu stellen, wie man sich dazu verhält. Hier
nachdem wir diesen Punkt jetzt schon geschlossen hatten, den nochmal auf die Tagesordnung zu holen, dann zu fragen, warum gibt es da unterschiedliche Voten, erklärt mir das denn bitte, dass das denn hier keiner ordentlich erklären kann, dass man dann herausfindet, es gibt keinen eigenen Antrag von uns zu der ganzen Geschichte, obwohl wir uns im Programm eindeutig dazu positioniert haben. Das geht mir gerade auf den Wecker. So. So, dann haben wir jetzt Olli drauf. Ja. Christopher, ich glaube nicht, dass du zu sämtlichen Anträgen aus sämtlichen Fachbereichen permanent sämtliche Hintergrundinformationen hier in der Fraktionssitzung dargelegt haben möchtest, dann dauern sie halt, keine Ahnung, dreimal so lange wie bisher. So, wenn du in Vorbereitung auf so ein Podium mit Fachpolitikern aus anderen Fraktionen gehst, ist es eine Hohlschuld. Also sprich, frag halt nach. Das andere Ding, um mal zurück zum Thema zu kommen. Gerwald, ich kann mich noch an, war das dieser Winter oder der Winter davor, an deine Tweets erinnern, nach dem Motto, wie war denn das, 25% Restbetriebsfähigkeit der S-Bahn, die letzten, die das geschafft haben, ist die Rote Armee. Die S-Bahn muss aus den Fängen der Deutschen Bahn AG befreit werden und all so lustige Sachen. Und jetzt erzählst du, sitzt du hier und erzählst mir, dass nur, weil diese, wohlgemerkt, Aktiengesellschaft, Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, irgendwie in 100% Eigentum des Bundes liegt, sich allerdings trotzdem wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen verhält, was sie übrigens muss. Dieselben, die diesen Laden so runtergewirtschaftet haben, lustigerweise auch mit einer dieser Taktiken beziehungsweise mit einer dieser Methoden, die du eben bei anderen noch angeprangert hast, sie haben es halt schlicht und ergreifend verrotten lassen. Sie haben die Wartungskosten nicht ausgeben wollen und da massiv gespart. Und jetzt willst du mir erzählen, dass das besser ist, als zu rekommunalisieren beziehungsweise einen landeseigenen Fuhrpark aufzubauen, das Ganze einen Teil davon auszuschreiben und zu gucken, ob es eventuell irgendjemand besser machen kann und dich dann mit dieser Argumentation gegen einen Beschluss des Landesverbandes zu stellen, aber that's end of my Zurechnungsfähigkeit. Danke, Olli. Dann haben wir jetzt den eisernen Spieß, danach den Gerwald und dann den Pavel. Ja, also Christopher, auch wenn es ein bisschen lang war, plus eins, ich arbeite mich hier gerade ein, also auf der LMV bin ich ins Krankenhaus gekommen und finde eigentlich, wir haben da einen ganz tollen Antrag verabschiedet, ja. Wo genau drin steht, warum es zu dieser Ausschreibung kommen muss, ja, und dass wir uns aber trotzdem, und das, ich finde das sehr wichtig in unserem Wahlprogramm, wir wollen natürlich öffentliche Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand, wie man sich also mit dieser Ausschreibung nicht darauf festlegen kann, dass nun für ewig und drei Tage das nicht in öffentlicher Hand ist, sondern eben durch den Aufbau des Ruhrparks kann ja schon sichergestellt werden, dass trotz der Ausschreibung schon Fakten geschaffen werden für einen später zu gründenden Betrieb in öffentlicher Hand. Und das ist eine Position, die sollte man hierzu auch vertreten. Deswegen frage ich eben Gerwald, also wobei du natürlich insgesamt recht hast mit unserem Wahlprogramm, ob du das auch so vertreten kannst. Ansonsten besteht natürlich die Möglichkeit, eben nach Geschäftsordnung so ein Minderheitenvotum zu machen. Gut, danke. Dann ist Gerwald jetzt dran. Nur zum Hinweis, Gerwald, also dieses Minderheitenvotum ist relativ einfach. Du kannst selber zum Präsidenten nach vorne gehen und das anmelden. Das kann aber auch ich machen. Dann geht man hin und dann sagt man, der Gerwald möchte am Ende noch 3 Minuten dazu reden. Und dann ist das angemeldet nur als Information für dich. Wie gesagt, ich muss eigentlich auch gleich weg, weil ich halt zu den Leuten hingehe, mit diesen Themen befassen. Da habe ich die Leute, die jetzt ganz groß auf einmal sich da super mit auskennen, noch nie gesehen, möchte ich mal angemerkt haben. Ne? Aber hier jetzt einen aufmachen, was macht Christopher auf dem Podium zum Thema, wo ich was zu sagen habe, ist die nächste Frage. Und das dritte ist, sage ich mal ganz einfach, kann ich jetzt auch mal in Frage stellen. Dementsprechend sage ich, 7 Piraten vorwärts, ihr könnt die 5 Minuten kriegen. Ich mache dann nach 73 GO Abgeordnetenhaus meine 3 Minuten. Und wie gesagt, das kannst du freundlicherweise für mich einreichen, Heiko. Und dann ist das auch der Formalie entsprechend. Das macht ja normalerweise immer der Fraktionsgeschäftsführer, doch soweit ich informiert bin. Wie gesagt, ich muss euch jetzt leider im Stich lassen, weil ich noch mit Bürgerinitiativen rede.
Gut, danke. Dann ist Pavel jetzt dran. Und wenn sich jetzt niemand jetzt mehr meldet, würde ich gerne das auch beenden dann. Okay, gut. Pavel? Gut, ich wollte mich nur jetzt bedanken. Ich bin jetzt informiert. Ich habe jetzt eine Abstimmungsgrundlage und ich bin ganz froh, auch wenn es jetzt eine Weile gedauert hat, dass wir jetzt doch es uns gelungen ist, einen möglichen Fehler hier zu vermeiden für die Plenarsitzung. Ja, danke. Gut, danke. Dann ist das der. Ich gehe davon aus, dass jetzt Gerwald diesen Redebeitrag hält. Nein, nee. Ich wollte jetzt gerade nachfragen, ob du diesen Redebeitrag hältst. Okay, ja, das deswegen, nur um da Klarheit zu schaffen, wusste nicht, dass du das noch auf dem Schirm hast. Ja, dann übernehme ich den. Gut, dann kriegst du das gerade ins Protokoll rein, Jenny, dass Olli das macht. Gut, und Gerwald darf dann. Und ich habe mir auch notiert, Gerwald darf, also ich darf nicht, sondern er kann von sich, also wir können ihm das nicht verhindern. Also das ist sein ureigenstes Recht als Abgeordneter, da hinzugehen und seine Meinung zu sagen. So, dann war 13, sind wir jetzt wieder drinne. Haben wir den abgeschlossen? Nee, den bin ich jetzt ja gerade, der Top 13 ist jetzt irgendwie verrutscht oder irgendwie sowas sehe ich gerade, Top 12. Da habe ich gesagt, ich spreche dazu. Okay, gut, genau, weil wir jetzt den Top 12 S-Bahn irgendwie wieder unter den Top 13 Berlin zum Mitmachen haben. Also das ist in einer bisschen verrutscht im Protokoll. Gut, okay, das heißt, in welcher Zeile machst du weiter mit dem Protokoll von 13? 13 war 13 komplett besprochen, seid ihr sicher? Ich gehe mal kurz hoch. 13, Wolfram Priest spricht, okay, gut, danke. Dann war das ein Fehler von mir. Dann sind wir jetzt bei 14. Das ist Antrag der Fraktion Die Linke, Betreuungsgeld verhindern und frühkindliche Bildung stärken. Der ist ohne Beratung direkt in die Ausschüsse. Dann haben wir den Tagesordnungspunkt 15, die Zusammenstellung vom Senat vorgelegten Rechtsverordnungen und Vorlagen zur Kenntnisnahme. Hat da jemand was von euch, was er an irgendwelche Ausschüsse verweisen möchte? Ist ja nur eine, genau. Dann haben wir Tagesordnungspunkt 16. Das sind A und B. Das ist einmal Stellungnahme des Senats zu dem Volksbegehren Neue Energie für Berlin, demokratisch, ökologisch, sozial. Das ist ein Besprechungspunkt auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sowie ein Antrag von der Fraktion Die Linke auf Annahme einer Entschließung zum öffentlichen Einflussnahme auf Energienetze sichern. Dieser Tagesordnungspunkt wird beraten. Wir brauchen einen Redner dafür. Ich sehe eine Wortmeldung von Pavel. Möchtest du das noch begründen? Ja, und der war doch schon beim letzten Mal auf der Tagesordnung. Ich weiß nicht, genau, Ordnung und wir hatten ihn, glaube ich, noch mal genau vertagt und worden. Und ist vertagt worden. Und ich war beim letzten Mal schon als Redner vorgesehen und als energiepolitischer Sprecher würde ich mich da jetzt zuständig fühlen. Ganz abgesehen davon habe ich mich auch vorbereitet. Ja. Der Antrag der Linken ist von SPD und CDU abgelehnt worden, von den Linken und Piraten zugestimmt worden und die Grünen haben sich dann enthalten, als Hinweis für euch alle. So, dann haben wir den Tagesordnungspunkt 17. Wir kommen jetzt zu den Anträgen. Tagesordnungspunkt 17 ist unser anonymisierte Bewerbung. Ich gehe mal davon aus, dass es bei Simon Kowalewski bleibt. Er wird wahrscheinlich auch angemeldet haben. Phil? Er hat seine Rede schon fertig. Dann haben wir Tagesordnungspunkt 18, gesellschaftsvertragliche Verschwiegenheitspflichten von Aufsichtsratsmitgliedern. Würde ich persönlich gerne ohne Beratung in die Ausschüsse schicken und erst, wenn er aus den Ausschüssen wieder zurückkommt, darüber reden, weil wir ja diesen einen Punkt mit drin haben, wo sie uns möglicherweise angreifen werden. Ich möchte das nicht in der ersten Lesung schon im Plenum an der Stelle haben, sondern erst durch die Ausschüsse, dass wir möglicherweise dann mit einer Beschlussfassung von SPD, CDU dann einen netten also was raus haben, womit wir dann quasi alle zufrieden sind. Würdet ihr da konform gehen an der Stelle? Gut, dann machen wir das so.
Wir haben den Tagesordnungspunkt 19, Sicherung der Versorgung durch Hebammen und Entbindungspfleger, Umsetzung der Ergebnisse des Hebammengutachtens. Dieser Tagesordnungspunkt ist ohne Beratung und wurde zusätzlich auf Wunsch von uns in Bildung, Jugend und Familie überwiesen und die Grünen sind damit einverstanden. Beziehungsweise, Sie können ja eh nicht dagegen sein, aber der Benelux hat mich auch nicht wieder angegriffen wie beim letzten Mal, aber egal. So, wir haben dann den Tagesordnungspunkt 20, bessere Bildung, Modelle zur neuen Lehrerinnenarbeit, Bündnis 90 Die Grünen. Dieser Tagesordnungspunkt wird beraten. Wir haben jetzt gerade niemanden aus dem Ausschuss Bildung, Jugend und Familie hier, weil Herr Martin gerade raus ist. Ich würde den Tagesordnungspunkt überspringen, bis Martin wieder da ist. Das heißt, wir gehen zum Tagesordnungspunkt 21. Das ist ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Häufigkeit der Krebsfälle im Umfeld des HZB-Forschungsreaktors BER2 in Wannsee untersuchen. Die Grünen haben zurzeit Beratungsvorbehalt angemeldet. Wir bräuchten einen Redner und ich gehe mal davon aus, dass Simon Kowalewski dazu reden will, der ja auch bei den letzten Malen schon immer dazu geredet hat. Er hat auch eine fertige. Oder möchte ein gewisser Herr Alexander Morlang gerne dazu reden? Kannst du das bitte begründen? Können wir bitte genau wie eben sicherstellen, dass tatsächlich die Parteilinie vertreten wird, weil sowohl der Herr Brunner als auch der Herr Kowalewski dafür bekannt sind, dass sie gerne mal eigene Positionen im Plenum vertreten. Und so wie es bisher klang, sind wir die krasseste Anti-Atom-Partei, die sich sogar gegen Forschung in dem Bereich einsetzt. Und ich finde, das müsste zumindest mal also besprochen werden. Gibt es da noch jemand, der dazu reden kann, kompetent ist? So. Das ist Wolfram Fries. Eine Wortmeldung, keine Meldung für einen Redebeitrag. Aber ich will mal einwerfen, dass es hier natürlich um die Häufigkeit von Krebsfällen im Umfeld des Reaktors geht. Das ist natürlich ein heikles Thema, aber es ist eigentlich nicht irgendwie Parteimeinung oder sowas, dass man die Häufigkeit von Krebsfällen in der Nähe von Reaktoren nicht untersucht oder dass man dort keine Transparenz walten lässt. Gut, danke für den Hinweis. Dann haben wir erst Phil und danach haben wir Alex. Ja, dass hier auch um ein gesundheitspolitisches Thema geht. Also ist Simon da nicht nur drin, weil er sich zuletzt um den Forschungsreaktor gekümmert hat, sondern auch, weil es ein gesundheitspolitisches Thema ist. Und hier geht es ja darum, diese Häufigkeit da zu untersuchen. Ich glaube, da gibt es auch gar keine Parteimeinung, sondern die ist hier eigentlich, glaube ich, auch offensichtlich. Gut, dann haben wir jetzt den Alex dran und danach den anderen Alex. Es tut mir furchtbar leid, dass ich die Versammlung jetzt hier mit Belanglosigkeiten aufhalte, aber ich meine, das ist halt, das Ding, wir haben nichts gegen Autos. Guck mal, wie viele Leute sterben und die machen alles kaputt und die sind nein, wir haben nichts. Also wir haben nichts gegen den Forschungsreaktor, wir wollen ihn betreiben, bis wir was Besseres haben, aber die ganze Zeit kommen aus dieser Fraktion Angriffe gegen diesen Forschungsreaktor, häufig in Form von Simon Kowalewski und ich befürchte, dass wenn das so läuft, dass wir dann wieder eine starke Polemik gegen den Forschungsreaktor haben, in Form von, das ist alles ganz furchtbar und ich male mal den Teufel an die Wand, aber lass uns das Ding doch am besten abschalten, bis es untersucht ist und das ist halt, man kann auch gegen etwas sein, ohne es auszusprechen und das ist das, was wir bisher in unserer Position, was ich da sehe. Und ich finde, das ist halt Bigotterie, was an dieser Stelle von dieser Fraktion betrieben wird. Deshalb fände ich es schön, wenn wir dafür sorgen, dass der Sprecher dann auch tatsächlich indirekt gegen die Forschung, die außerordentlich wichtig ist, hetzt. Gut, danke schön. Dann haben wir den Alexander Spieß jetzt dran. Ja, ich wollte nur kurz die Versammlung informieren, dass es im Ausschuss für Gesundheit und Soziales eine Anhörung gegeben hat zu diesem Thema, die dann wohl die Grünen auch dazu veranlasst hat, diesen Antrag zu stellen. Ich denke, Simon kann das ganz neutral auch als gesundheitspolitischer Sprecher darstellen. Wenn du da Bedenken hast, Alex, dann sprich ihn doch bitte persönlich an. Gut, dann haben wir wieder den Alex drauf. Ja, das ist genau die Anhörung, auf die ich mich beziehe, wo an der Fraktion vorbei ein extremer Anti-AKW-Aktivist dort angehört wurde, der dann tatsächlich
da, ich sag, im Praxis längst sein eigenes Ding gedreht hat. Und die Reaktion von Simon war, wieso ist doch alles in Ordnung? Zwar ist auch noch nicht mal Schuldbewusstsein da, dass hier hinter der Rücken der Fraktion ein guter Sachverständiger durch einen Anti-AKW-Aktivisten ausgetauscht wurde. Und ich bin der Meinung, dass hier Simon seine eigene Agenda statt die der Fraktion und der des Landesverbandes vertritt und er deshalb an dieser Stelle nicht geeignet ist. Und leider ist er weg, sonst könnte ich ihm das sagen. Wir müssen da jetzt Entscheidungen treffen und ich tue das auch nicht gerne. Ich würde da gerne eine direkte, offene Auseinandersetzung mit Simon haben, auch weil ich weiß, dass er mit einer offenen Auseinandersetzung keine Probleme hat, deutlich weniger als mit jetzt, wo er weg ist. Gut, danke schön. Dann haben wir erst Phil, dann haben wir Pavel, dann Wolfram. Ja, da Simon auch eben die Anhörung im Ausschuss begleitet hat, glaube ich, dass er auch thematisch da am besten vorbereitet ist auf das Thema. Ich gehe auch davon aus, dass er das neutral behandeln wird, dass er hier nicht irgendwelche Positionen vertreten wird, die vom Landesverband nicht vertreten werden. Vertraue da auch auf die Aussage von Alexander Spieß, die gerade kam. Gut, danke schön. Dann ist Pavel, dann ist Wolfram. Ich will nur kurz anmerken, das ist der erste Antrag, wo die Grünen Beratungsvorbehalt angemeldet haben. Das ist der Tagesordnungspunkt 21. Ich gehe mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Benelux um 18 Uhr, wenn die PGF sich im Hinterraum zusammensitzen, sagen wird, wir wollen gar nicht mehr beraten, wir haben keine Lust mehr. Mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, weil die Grünen nämlich selber darüber gar nicht mehr reden wollen, weil die selber nämlich bei diesem ganzen Thema Forschungsreaktor sich selber in alle möglichen Nesseln reinsetzen. So, dann haben wir Pavel. Gut, also natürlich ist der Titel geht schon so ein bisschen in Richtung Fear, Uncertainty and Danger. Insofern ist er jetzt nicht ganz so neutral, wie er bei rein sachlicher Betrachtung aussehen mag. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es eigentlich durchaus Sinn macht, das zu fordern, das zu untersuchen, weil Radioaktivität ist halt nun mal, also es läuft nicht jeder wie ich mit einem Geigerzähler durch die Gegend und insofern würde ich einfach auch nochmal um ein Meinungsbild bitten und die Frage stellen, wer ist dafür respektive dagegen, dass im Sinne dieses Antrags die Krebshäufigkeit untersucht wird im Umfeld dieses Reaktors. Ich hole dieses Meinungsbild ein. Dieses Meinungsbild fällt äußerst positiv aus, also einstimmig positiv aus. So, dann ist jetzt Wolfram auf der Tagesordnung. Ja, ein bisschen vorbei wieder. Ich wollte eigentlich Alex nochmal auf Alex Bezug nehmen, weil er vorhin gesagt hat, mit dieser Anhörung, also das war glaube ich nicht die Anhörung, die Alexander Spieß gemeint hat, weil die war im anderen Ausschuss. Die betreffende Anhörung war im Stadt-Um-Ausschuss seinerzeit und ich erinnere auch daran, dass sie dazu geführt hat, dass Simon Kowalewski zwar sehr für die Schließung des oder für das Beschlossenhalten des Forschungsreaktors sich ausgesprochen hat, wir dann aber letztendlich in der Abstimmung ganz anders abgestimmt haben. Also das ist auch alles nicht so tragisch. Gut, danke schön. Dann, wenn ich, Martin, ist das noch eine Redemeldung von dir? Okay, dann ist jetzt noch Martin dran. Ich frage Simon mal, ob er sich zurückhalten kann, wenn er mir das glaubhaft versichern kann, wenn wir uns dann nicht einig werden, dann würde ich auch kurz was dazu sagen. Okay, gut. Damit der Frieden gewahrt. Das heißt, ich melde als Redner erstmal den Simon an und Simon und Martin klären das unter sich und wenn es da riesige Differenzen ist, dann einfach nochmal an mich heran, dann drucken wir am Donnerstag was anderes auf diesem Zettel drauf. Gut, vielen Dank. Damit haben wir den Tagesordnungspunkt 21 abgearbeitet. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 22. Dieser zurückgestellt. Ach, tut mir leid, stimmt. Wir haben ja noch den Tagesordnungspunkt 20. Den hatten wir zurückgestellt, weil der Martin Delius gerade draußen war. Der ist jetzt wieder da. Der hebt auch sein, möchte dazu reden.
Ja, Martin, du hast das Wort. Also erstmal, hallo Heiko. Oder soll ich sagen, hallo Heiko Herberg. Wir kennen uns jetzt so lange, du. Es sind nicht so viele Martins hier im Raum. Das ist, schön. Nächstes Mal einen guten Tag. Aber guten Tag, Adelius. Okay, kannst du auch machen. Okay, also erstens, ich bin der Meinung, wir hatten das letzte Mal, war das ja irgendwie auch schon auf der Tagesordnung, ist vertagt worden, da hatte ich ja angeregt, dass das Ganze auch in Arbeit versendet wird, weil worum es da eigentlich geht, sind also Arbeitsmodelle, Arbeitszeitmodelle und Arbeitsverträge und Grundlagen der Lehrerinnenarbeit. Ich weiß nicht, was da in der Geschäftsführerrunde rausgekommen ist. Das müsste schon beim letzten Mal auch zusätzlich in Arbeit gehen. Also warte mal, ich guck da nochmal nach. Wenn nicht, sage ich das morgen nochmal an. Also, ich kann dazu gerne reden. Es wird ein sehr kurzer Redebeitrag. Dieser Antrag ist so grotesk schlecht, dass ich kann, da, lest ihn euch bitte einfach, wenn ihr Zeit habt, zum Spaß mal durch. Aber ich kann auch gerne dazu reden. Andernfalls ist der Antrag, also das, was man rauslesen kann, was er eigentlich will, eher in Arbeit oder Soziales zu suchen. Also, aber Arbeit eher. Wie gesagt, ich kann dazu gerne reden. Die Grünen möchten es auch gerne in Bildung behandeln. Ich sage es nur vorab, ist eigentlich eher, ne, von Bildungsseite aus. Naja, gut. Ganz kurz, Alexander Spieß möchte dazu reden. Dann bitte auch mit Mikro. Ich sagte, ich bin auch bereit dazu zu reden, wenn Martin das jetzt partout nicht machen will, sehe aber durchaus auch den bildungspolitischen Aspekt. Okay, danke. Wir werden uns einig. Ihr werdet euch einig. Ich schreibe aber zurzeit, hört mir bitte kurz zu, zurzeit schreibe ich Martin drauf und wenn ihr es anders ist, dann bitte wieder die Info an mich, dann ändere ich es dann an der Stelle. Gut, danke. Dann springen wir jetzt vom Tagesordnungspunkt 20 zum Tagesordnungspunkt 22. Das ist ein Antrag der Linken und zwar Perspektive für die Berliner Beamtinnen und Beamten, Besoldungsniveau bis 2017 angleichen. Dieser Antrag geht ohne Beratung direkt in die Ausschüsse. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 23. Das ist die Priorität der Fraktion der Die Grüne. Sachstandsbericht Umsetzung der flankierenden Maßnahmen zur A100. Wer möchte in der Priorität zur A100 reden? Ich bitte um Wortmeldungen. Martin, ja? Da geht es um Grünzäune. Ich habe keine Ahnung, also es gibt einen Sachstandsbericht, Umsetzung der flankierenden Maßnahmen zu 100. Ich bin nicht der Sprecher der ÖPNV, Verkehrs und sonst was. Nee, ich dachte, du weißt es genau, ich bin der Meinung, dass es da oben, also flankierende Maßnahmen zu Verkehrs-, Straßenverkehrs- und Straßenbauprojekten sind üblicherweise Umweltmaßnahmen, beziehungsweise irgendwie vielleicht noch was Planerisches, aber das wäre Stadtentwicklung und Umwelt. Nee, das ist noch ein bisschen mehr, was da drin ist. Also da steht Konzept, Durchgangsverkehr, Parkraumbewirtschaftung, Einführung von Tempo 30 Strecken, zur verstärkten Geschwindigkeitsüberwachung, effektive Lärmdämmung und sonst was alles. Wir haben eine Rednerliste. Erst Simon, dann Olli, dann Pavel. Ich glaube, der Punkt, warum da A100 steht, obwohl eigentlich der Antrag mit der A100 nichts zu tun hat, der, also ich zitiere mal aus dem Antrag, Stand der Umsetzung der folgenden vom SPD-Parteitag im Juni 2010 beschlossenen etc. Also es geht quasi darum, der SPD indirekt vorzuwerfen, dass sie die Dinge, mit denen sie quasi damals in ihrer Partei durchgesetzt haben, dass sie für die A100 sind, nicht gemacht zu haben. Okay, gut, danke Simon. Dann ist Olli jetzt dran. Also ich habe mich mit diesem Antrag jetzt gerade zum ersten Mal auseinandergesetzt. Ich war nämlich auch nicht bei der Besprechung innerhalb der Fraktion der Fachleute. Ich würde mir wünschen, dass Wolf, wenn sich jemand von uns dazu äußert, dass es dann Wolfram tut, wenn er sich dann mit diesem Antrag auseinandergesetzt hat. Eigentlich ist es mir zu blöd, dazu zu reden. Gut, dann ist Pavel jetzt dran. Ja, gut, eigentlich müsste der auch so ein bisschen mit Rache für die A100 könnte der auch übertitelt sein und
Ja, ich finde es halt auch allerdings politisch sicherlich sinnvoll und bemerkenswert, die SPD auf die Dinge festzunageln tatsächlich. Auf der anderen Seite sollten wir, ich weiß nicht, ob wir das getan haben, die einzelnen Forderungen, die dort sind, auch nochmal mit unserem Wahlprogramm und Beschlusslage abgleichen. Da sind schon so ein paar Dinge drin, muss ich sagen, wo ich auf den ersten Blick so auf Bauchschmerzen habe. Einführung von Tempo 30 Strecken auf Hauptverkehrsstraßen ist die Frage, wie unsere Position dazu aussieht und andere Dinge, aber ich will jetzt die Diskussion hier auch nicht zu sehr in die Tiefe treiben, zumal, wie war die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding irgendwie drankommt? Das ist die Priorität der Grünen. Okay. Also die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Dann haben wir als nächsten Redner erst den Christopher und danach wird wahrscheinlich der Wolfram dazu was sagen. Ja, lieber Pavel, jetzt wiederhole ich nochmal das, was Dr. Simon Weiß vorhin sagte. Es geht nicht darum, ob wir die Forderungen, die in diesem Antrag drinstehen, gut oder schlecht finden. Dabei handelt es sich nämlich um Forderungen, die der SPD-Parteitag 2010 beschlossen hat. Wir müssen sagen, ob wir das gut oder schlecht finden, dass der Senat einen solchen Bericht vorlegt. Das heißt, wir könnten auch, wenn es irgendeine andere SPD-Forderung gibt, die wir auch nicht gut finden, trotzdem einen Antrag stellen, wo wir die SPD auffordern zu sagen, was habt ihr denn damit gemacht? You have a point. Gut, aber Wolfram, du redest dazu? Ich kann dazu reden. Ich weiß nicht, ob ich die 5 Minuten da voll ausschöpfe und ich finde es auch schwierig, da das zur Priorität zu machen, aber das ist Sache der Grünen, das ist also die Rache der Grünen dafür, dass sie nicht an die Regierung gekommen sind. Das reicht auch schon. Und das würde ich dann wahrscheinlich auch mit einfließen lassen. Ja, das reicht auch. Die Prioritäten sind ja auch immer dafür da, um quasi Themen noch in die Presse zu bekommen und je weniger man zu Anträgen redet, desto weniger wird zu diesem ganzen Antrag insgesamt geredet, desto unwichtiger erscheint er auch für die Leute, wenn das Ding auf einmal nach 10 Minuten weg ist, weil alle anderen Fraktionen nur eine Minute geredet haben. Du bist so klug. Das wäre echt witzig, oder, wenn das alle machen? Ich schlage das mal morgen in der kleinen PGF-Runde den anderen vor, ob die ihre dazu hinbekommen. Okay, gut, dann haben wir das Ding durch. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt, also Wolfram wird dazu reden. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 24, das ist ein Antrag von Bündnis 90 Die Grünen. Neuvertragsmieten begrenzen, Senat muss sich um das Mietrecht kümmern. Hier gibt es einen Beratungsvorbehalt der Grünen. Wer möchte dazu von uns reden? Ich gehe mal davon aus, Wohnmieten und so... Ist das eine freiwillige Meldung? Sehr gut. Ja, kann ich zu reden? Gut, dann bist du drauf. Mir nicht geht. Der Olli redet dazu. Jo. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 25. Das ist der gemeinsame Antrag der Piratenfraktion, der Linken und Bündnis 90 Die Grünen. Jugend- und Kulturprojekt Kirche von unten, KVU erhalten und Standort sichern. Genau, hier gibt es zurzeit einen Beratungsvorbehalt, weil die anderen anscheinend nicht wissen, ob sie dazu reden wollen. Ich gehe mal davon aus, dass der Phil von uns dazu reden möchte und dementsprechend es beraten wird. Das gebe ich Ihnen dann morgen auch mit. Möchte denn der Phil auch dazu reden oder will ein anderer dazu reden? Ja oder nein? Okay, gut. Ich habe eine Meldung von Phil. Ich schütze mir das Pad ab. Na super, okay. Gut, dann haben wir Phil, der an der Stelle redet. Dann haben wir den Punkt 26. Das ist unser Antrag Bundesratsinitiative. Das ist unsere Priorität. Dort haben wir Dr. Simon Weiß. Genau, das haben wir ja schon vorhin geklärt. Reconnect. So. Da ich schon schwarz fahren ist voll scheiße. Die Leute müssen echt das ganze Leben in den Knast. Gut. Kommt ja noch. Kommt noch was. Ich habe die Rednerliste gerade geschlossen. Jetzt alle Pech gehabt. So, Tagesordnungspunkt 27. Das ist der letzte der Tagesordnung. Und zwar Kita-Ausbau nur mit Qualität. Das ist der dritte Antrag, den die Linken zum Thema Kita-Ausbau reinpacken.
den Sie ebenfalls ohne Beratung auf die Konsensliste gepackt haben, weil die anderen Anträge ja schon auf der unerledigten Liste des Ausschusses stehen und die schnellstmöglich wollen, dass dieser Antrag ebenfalls damit hinkommt. So, ich bedanke mich. Ach, kurzer Hinweis noch, der Senator Chaya ist krank und wird leider nicht am Donnerstag sein. Also ja, Bärchen ist krank, wir können jetzt alle Gesundheits- und Genesungskarten schicken und... Du warst das mit der App hier, mit dem Virus. So, damit ist die Tagesordnung durch. Wenn keiner mehr Fragen zur Tagesordnung hat... Moment, 5, 6 und 7 Tagesordnungspunkte? Wie... Nein, ich rede wirklich nur über die Abwicklung. Wenn jetzt keine Fragen mehr zur Abwicklung, zur Tagesordnung am Donnerstag sind, Alexander Spieß, ist das eine Frage zur Abwicklung, sonst würde ich abgeben an Andreas. Indirekt zur Abwicklung, ich weiß nicht, ob du deine E-Mail von 1749 vom Donnerstag... Heiko, hast du die Mail von 1749 von Michael Förster gelesen? Ja, ich habe die Mail von Michael Förster gelesen, kann aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nichts irgendwie machen oder irgendwie so. Also, wieso? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Irgendwas. Das war jetzt. Dann sage ich mal was dazu. Ja. Es geht, Michael Förster kennt ihr. Unser Referent unter anderem für Europa hat hier in die Versammlung reingeschrieben, dass es möglicherweise eine Subsidiaritätsrüge gäbe, die dann, weil sie im Bundesrat behandelt wird, da gibt es Termine, zur nächsten Sitzung, also übermorgen im Plenum, eingebracht werden müsste, falls wir das für richtig halten. Okay, dann ist erstmal Martin auf der Rednerliste. Hast du dazu einen Antrag vorbereitet oder ähnliches? Also ich meine, ansonsten, ich warte noch auf einen Einsetzungsbeschluss mit Dringlichkeit aus dem Hauptausschuss für einen Untersuchungsausschuss. Der wird auch noch kommen, steht jetzt aber nicht in der Abwicklung. Das muss ich auch noch sagen. Genau, es kommt zusätzlich zu dem Einsetzungsbeschluss Untersuchungsausschuss BER, wird aus dem Unterausschuss Vermögen auch noch mit dringlicher Beschluss kommen zur BIH. Da wird definitiv auch Redebedarf noch angemeldet. Und möglicherweise, das ist noch auf eine Stellenpool kommt auch, wird dann auch im Plenum beraten, das kommt auch noch. Das sind dann auch noch die Punkte, die auch noch kommen. Zu dem Punkt jetzt, das macht nur Sinn, wenn wir einen Antrag schreiben und der Antrag ist da, dann kann ich versuchen, den mit Dringlichkeit einzubringen, ansonsten nicht. Ja genau, das sollten wir aber schließen, dann könnte Michael Förster diesen Antrag schreiben, der ist relativ kurz, nämlich dass Subsidiaritätsrüge gegen diese Verordnung eingelegt wird. Ja, eben. Nein, bevor du jetzt weiterredest, ganz einfach. Michael schreibt einen Antrag, den beschließen wir zur Not im Umlauf, da kann alles weitere drinstehen und dann ist gut. Okay, gut. Ja, wie immer. Gut, danke für die abschließenden Redebeiträge. Zack, damit ist die Abwicklung jetzt auch dicht und ich würde die Rednerleitung wieder an Andreas übergeben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zu Top 5. Da haben wir Termine nichts. Kommen wir zu Top 6, sonstiges Jahresendbroschüre. Da gibt es eine E-Mail von Moni auch von heute nochmal mit dem Hinweis und der Bitte, dass sich diejenigen Abgeordneten, die sich noch nicht gemeldet haben, sich dazu nochmal melden. Ansonsten wird vielleicht drinstehen, dass die Abgeordneten irgendwie nicht da waren oder nichts gemacht haben. Du willst dazu was zu sagen? Christopher, bitte. Hintergrund dieser Jahresendbroschüre ist da, dass ja mit unserer glorreichen Ein-Jahr-Piraten-Fraktion-Broschüre nichts geworden ist. Genauso wie mit der Ein-Jahr-Piraten-Fraktion-Feier, haben wir uns dazu entschieden, ein bisschen weitläufiger zu planen und wir würden das jetzt gerne Ende des Jahres machen. Es müssen sich 10 Abgeordnete melden. Heute hatten sich bis jetzt, glaube ich, 7 Abgeordnete gemeldet. Das heißt, es fehlen noch 3 Abgeordnete, die etwas zu dieser Broschüre beitragen wollen. Es gibt da, wie gesagt, einen Zeitplan. Da kann sich jeder bei der Pressestelle oder bei Moni melden. Wenn das bis Freitag halt nicht passiert, wäre halt auch dieses Projekt gestorben. Es geht halt einfach darum, dass man was über ein Jahr Piratenfraktion schreibt. Gut, Daniela?
Ja, hier auch nochmal die Bitte, auf die E-Mail von Anne-Kathrin zu reagieren. Wie viele Postkarten wollt ihr zu Weihnachten verschicken? Da gibt es ja auch ein Pad, tragt euch bitte ein, damit wir dann jetzt mal eine Kostenkalkulation kommen können und schauen können, wie wir da vorangehen. Bitte beantworten. Gut, vielen Dank. Also Deadline war für die Rückmeldung der 21.09. Bei dieser Jahresendbroschüre. Insofern ist da also meines Wissens nicht bis zum Freitag irgendwie sich nochmal zu melden, sondern sozusagen jetzt. Achso. Gut. Ja. Damit kommen wir zum nächsten Top. Das ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Berichte. Die kann man dort anhängen und dann sehen wir uns das nächste Mal am Donnerstag um 10 Uhr hoffentlich und ansonsten nach den Ferien zur nächsten Fraktionssitzung. Bis dahin, tschüss.